Ja, Was eben, du ist? sagst ja, er ist gleich wie Gott, aber Gott hat ihn gezeugt. Also, Ja, deswegen das ist ja. frage ich dich, was verstehst du unter Zeugen? Ja, das ist ja, das ist ähnlich an Zauberei, so wie du das sagst. Und Gott ist kein Zauberer, Gott ist Zauberei. Besserwisser. Ja, Also ja. und unter Zeugen verstehst du Zauberei? Nee, so wie er das erklärt hat. Okay. Und dann, darum ist Jesus so wie Gott. Also, Ich habe das gesagt, geht. dass ich habe gesagt, dass der Sohn vom Vater gezeugt wurde. Der steht in der Bibel und das sagt Gott. Du sagst, du kommst rein und du sagst, dass Gott nicht zeugt. Und ich frage dich, woher weißt du denn, dass Gott nicht zeugt? Wer sagt dir das? Weil das überall steht. Wo? Gott ist ganz. Gott zeugt nicht. Gott Ja, wo ist steht ein das? Erschaffer. Er erschafft. Wo Und steht das? Wo Erschaffen steht und das? Zeugen ist etwas anderes. Wo steht das? Wer sagt das? Überall, in deinem Buch, in meinem Buch, Wo steht in der überall. Bibel, wo steht in der Bibel, dass Gott nicht zeugt? Bruder, ich sage nur, das, wie du das erklärst, macht keinen Sinn. Guck mal, in der Bibel steht, dass Gott zeugt. Da steht zum Beispiel in Hebräer 1, kannst du lesen, in Hebräer 1 werden die Psalmen zitiert. Die Psalmen sind aus dem Alten Testament, die David geschrieben hat, und da steht, dass Gott zeugt. Gott hat seinen Sohn gezeugt. Da, wenn du sagst, dass Gott nicht zeugt, du nimmst es vom Islam, von Surat al-Ikhlas. Lamiyalud wa Nein, lamiyulad. ich habe keine Ahnung vom Islam. Ich nehme da nichts vom Islam. Okay, wie kommst du Nee, denn meine darauf? Frage ist Woher nur, hast du diese Idee? also ich verstehe das nicht so ganz, weißt du, um das geht's hier. Wenn du nicht verstehst, dann frag. Komm nicht rein und sag mir nicht, so ist das, sondern frag. Frag mich doch, wie Ja, komme ich aber darauf, Gott kann das ja zu nicht sagen? zeugen. Gott erschafft. Verstehst du? Warum kann Gott nicht zeugen? Weil er das nicht nötig hat. Wer Er sagt schafft das? Sachen. Wer sagt das? Ja, Gott ist Gott, Bruder. Nee, guck Verstehst mal, du nicht? reden wir jetzt einfach nur so von uns, von unseren Köpfen, von unseren Gefühlen, oder redest du, hast du eine Grundlage, worauf du redest? Nee, das macht ja keinen Sinn. Gott zeugt nur Jesus zum Beispiel, oder? Wieso soll Gott nur Jesus zeugen? Einfach, weil das in Gottes Augen, weil das so ist, weil Gott es so will und weil Gott es für richtig sieht. Gott hält es für nötig, dass er seinen Sohn in die Welt sendet. Und Zeugung, dass zum Beispiel dass Menschen zeugen können, liegt nur darin, dass Gott selber zeugt. Also das, was du in der Welt siehst, dieses ganz Normale für uns mit Zeugen und so weiter, das ist nicht so weit hergeholt, sondern das ist, weil Gott selber zeugt. Das ist das, was die Bibel sagt. Das glauben wir. Also, Wenn du sorry, jetzt okay. sagst, dass ich nur Bullshit rede, dann musst du doch was anderes haben. Nee. Aber wenn ihr Zeugen als Erschaffung gleich sieht, dann verstehe ich das. Dann hat Nein, er auch Jesus mit. Zeugen ist nicht erschaffen. Ja, aber das ist ja eben, das ist ja die Frage. Nein, guck Ich mal, meine, er ist erschaffen. allmächtig, oder? Er hat ja Guck alles gemacht. Und mal, er hat Gott. Jesus erwählt, dass er wie Jesus ist, also eben wie ihr das erklärt, oder? Aber wieso hat er nur Jesus? Wieso macht er nur einmal das? Weil Jesus, der Sohn Gottes, ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit schon immer mit dem Vater war, deswegen. Achso, Oder warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal Jesus kurz. war ja früher Warte schon mal da kurz, auf warte der mal kurz, Welt. warte mal. Abi, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, du hast jetzt gerade gefragt, wieso hat Gott nur einmal gemacht, richtig? Ja. Okay, sag mir, wie oft sollte er das machen? Also, gib mal eine Zahl. Nee, es geht ja nicht, es geht nicht um wie oft. Es geht mir Du das. hast gerade gesagt, wieso hat er nur einmal gezeugt? Deswegen sag du mir oder sag du Gott, wie oft sollte er zeugen? Jetzt gib uns Nee, eine Zahl. 50 Mal? er hat ja auch die anderen Propheten gemacht. Weißt du, was ich meine? Gib uns doch eine Zahl, weil du hast gesagt, einmal ist nicht gut nach dem Motto, deswegen Nee, gib ich uns habe eine nicht Zahl. gesagt, einmal ist nicht gut. Ich sagte, wieso nur einmal? Wieso Ja, nur wie viel? einmal? Okay, wie oft sollte er das machen? Erzähl uns mal, wie oft? Er hat ja alle Propheten geschickt, Oh, oder? hey. Okay, guck mal, danke, dass du da warst. Danke, dass du da Alles warst. gut, alles gut. Das ist nur Zeitverschwendung, Bruder. Ja, das ist so, Ja, also, Bruder, ich es ist so, verstehe. als ob du gegen Wand redest, einfach so, weißt Ja, Bruder, ich verstehe vollkommen. du? Oh, Außerdem, Mann. ich sehe, du bist ja nicht stundenlang hier. Du willst deine Zeit richtig einsetzen. Ich verstehe das vollkommen. Jo, Mann. hallo. Das ist immer so eine, diese komische. Hallo? Jo, Dings, ich habe eine Frage an Ruben, gell? Er hat gerade eben nur gefragt, Jetzt bist du Kaffee trinken. Bitte bleib im App. Wir hören dich nicht. Also, Entschuldigung, Bro, ich wusste nicht, dass er so ist. Auf jeden Fall. Er hat doch gefragt, also Ruben hat gefragt, wo steht, dass Gott nicht zeugt, oder? Ja.
Ja, genau. Also zum Beispiel bei uns in der Sura Ikhlas, da wird ausführlich gesagt, dass Gott nicht zeugt und erzeugt worden ist. Warte, ich schau kurz nochmal die Übersetzung. Nee, habe ich schon mal gehört, ich weiß auch, Sure Da, 112, Vers 3, wissen genau. wir. Da Aber steht Lamele du Lam Yulad. Das heißt, er hat nicht gezeugt, er zeugt nicht, hat nicht gezeugt. Das steht bei euch im Koran. Das ist mir klar. genau. Aber warum soll jetzt mich der Koran interessieren? Ich rede gerade über den Herrn Jesus, ich rede über Nein, nein, die gerade Bibel. eben hast du gemeint, wo, der eine Abi, also sein Name war Abi, hat doch Genau. gesagt, wo steht, du hast gefragt, wo steht in der Bibel und wo steht im Koran? Nein, guck mal, ich sag dir, wie das war. Ich habe ja gesagt, Gott hat gezeugt, erstmal, bevor er reingekommen ist. Dann, und ich habe ja nur von der Bibel geredet, weißt du? Der Ach Bruder, so, ach der so, ach Bruder ist so. ein, der Mensa ist ja Christ. Ich komme hier rein Ja. mit meinem Bruder, ich spreche mit ihm. Da hat jemand vorhin gefragt über den Herrn Jesus. Da habe ich gesagt, der Herr wurde gezeugt und so weiter. Da kam der Kollege gerade und hat gesagt, nein, Gott zeugt nicht. Und da habe ich ihn gefragt, wie kommst du denn darauf? Und mir ist klar, dass er dann, wenn er Muslim ist, dass er sagen wird, vom Islam. Und dann würde ich ihn fragen, warum soll mich jetzt der Koran interessieren? Weil ich rede der Bibel. Der Koran kommt irgendwann mal 600 Jahre später, ungefähr, oder 700 Jahre später, und sagt auf einmal, nein, das stimmt nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das ist eine Lüge. Das hat verstehst du, hat mit dem Herrn Jesus nichts zu tun. Ja, aber kann ich euch einfach was sagen? Weil schaut mal, es immer diese Streitigkeiten, ganz einfach, ich weiß, es ist jetzt allgemein so. Wenn ihr denkt, dass Jesus Gott, zum Beispiel, ihr denkt, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich leider nicht gut aus mit der Bibel, ist zum Beispiel, es gibt Widersprüche, die ihr in der Bibel habt, zum Beispiel, ich kenne jetzt keine, aber zum Beispiel, ihr denkt vielleicht, dass es auch im Koran Widersprüche gibt. Versteht ihr, was ich meine? Es wird immer diese Zweispaltigkeit geben, dass einer denkt, der Koran ist richtig, der andere denkt, dass die Bibel richtig ist. Natürlich gibt es dann auch zum Beispiel die Tora und so. Steht ihr? Es wird, egal wie sehr man sich streitet, egal wie sehr man sich den Kopf zerbricht mit solchen Themen, es wird nie einen Entschluss geben bis zum jüngsten Tag. Das meinst du jetzt? Nein, Hast du allgemein. die Bibel gelesen? Nein, leider noch nicht. Dann mach das mal, lies mal die Bibel und dann guck danach, kannst du für dich beurteilen, ob Jesus Christus wahrhaftig ist, ob er lebt, ob er Gottes Sohn ist oder ob das alles nur Gerede ist, weißt du? Das wirst du dann später erfahren, wenn du liest. Ja, aber passt, Bro. Ich wollte das nur sagen mit Sura Ikhlas und ja, dafür das nur sagen, dass weißt du, es wird immer so diese zwei, also nicht nur zwei, es gibt halt genug Religionen, aber es wird immer diese Menschen geben. Also wie ich bin auch eingeschlossen, ich sage, dass der Islam richtig ist, und ich sage, das Spiel der Christentum richtig ist. Es wird aber immer geben, versteht ihr? Das wollte ich auch nur sagen. Ey, das wollte ich nur sagen. Ey, jetzt geh raus. Für den nächsten. Danke, Danke. Gott segne. Mensa, bist du da, Bruder? Hallo. Ich habe die ganze Zeit geredet, Bruder, ja? Ich war auf stumm. Oha, man hat es nicht gehört, oder was? Ja, Mann, ich wollte ihn gerade was fragen. Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht antwortet. Ich war die Ach ganze Zeit auf so. stumm. Nee, Bruder, keiner hat dich gehört. Ah, shit, okay. Ja, jetzt ist er weg. Okay. Hallo, Khaled. Hallo, wie geht's euch? Bestens, und dir? Wie bitte? Bestens, und wie geht's dir? Ah, ja, mir geht's auch super. Freut mich. Was bist du, Moslem oder Christ? Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Ich Okay. habe eine Frage. Okay, dann habe ich auch eine Frage, ja. Wird wahrscheinlich also sehr so möchte gern so Alles Moslem gut, alles rüberkommen. gut, alles gut. Also du kannst eine Frage stellen. Kann ich dann auch eine Frage stellen? Ja, aber ich habe nicht so viel Wissen, ja. Alles gut, ich auch nicht, aber ich versuche zu antworten. Okay, also es geht um in der Bibel einen Widerspruch. Und zwar, also wahrscheinlich wurde es schon tausendmal beantwortet, aber so in der Bibel steht ja, dass also dass Gott nur Gott die Stunde weiß. Und da steht in einem Vers, dass der Sohn die Stunde nicht kennt. Und dann wollte ich halt fragen, weil Jesus ist ja Gott, laut dem Christentum, wie das ist. Also die Stelle, die ich gerade eingeblendet habe, Philipper Kapitel 2, Vers 5, sagt, ja, du hast recht, Jesus ist Gott gleich, aber er hat sich erniedrigt und eine menschliche Gestalt angenommen. Und als er die menschliche Natur angenommen hat, hat er auch freiwillig die menschlichen Einschränkungen auf sich genommen. Und deswegen konnte Jesus einige Sachen nicht tun. Weißt du, zum Beispiel, oder was heißt, er konnte alles tun, was er wollte, aber er hat freiwillig sich eingeschränkt. Das heißt, er wurde hungrig, er musste schlafen
und er hat darauf verzichtet, die letzte Stunde zu wissen. Aber das war alles vor seiner Kreuzigung. Nach seiner Kreuzigung wusste er das wieder, weil er seine Herrlichkeit hatte. Also hat er seine Allmächtigkeit abgelegt, sozusagen, für eine kurze Zeit? Ja, er hat darauf verzichtet und sich von dem Vater, beziehungsweise durch den Geist Gottes, lenken lassen oder leiten lassen. Und sie hatte bis zu seiner Kreuzigung und danach hatte er wieder seine volle Herrlichkeit. Aha, und also hat er sich die dann selber wieder gegeben? Was heißt sich wieder selber gegeben? Es gehört ihm schon immer. Also es hat ihm schon immer gehört, aber er hat sich einfach... Er hat wieder zugegriffen, sage ich mal so. Aha. Aha, also hat sich Gott selber zu seinem Sohn gemacht. Wie kommst du darauf? Ja? Wie kommst du jetzt auf, dass Gott sich selber zu seinem Sohn gemacht hat? Ich weiß wirklich nicht, ich will es nur verstehen. Okay, also ich erkläre dir das jetzt einmal und danach will ich meine Frage stellen, okay? Ja. Okay, also erstens, wir glauben, dass Gott dreieinig ist, das heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus ist der Sohn und Jesus ist Mensch geworden. Okay, das war's. So, und jetzt frage ich dich eine ganz simple Frage. Glaubst du, dass Gott eine Frau braucht, um ein Kind zu zeugen? Ob Gott eine Frau braucht, um ein Kind zu zeugen? Nein. Braucht er nicht, oder? Gott ist ja allgemein unabhängig. Richtig. Ne? Ja. Okay, kannst du mir dann erklären, warum es im Koran steht, dass Gott eine Frau braucht? Kannst du mir Sura Vers sagen? Sura 6, 101. Oder 6101. Sekunde. Eine Sekunde bitte. Ja, die aus der Mawati und Art, Anna Yakuna Lahu, Wala Du, Wala Miyakuna Lahu, Sahibe. Wachana Kokuna Shei, Wahua Bikuli Shei in Alim. Da steht doch, wo er doch keine Gefährtin hat. Genau, also warum braucht er eine Gefährtin? Warte. Du hast so gesagt, er ist unabhängig, also wozu braucht er eine Gefährtin? Ja. Das würde keinen Sinn machen, Sekunde. Weakness the part of God. Seht ihr, bin Kathir. Also hier im Tafsir steht, weil für das Kind zwei Menschen benötigt werden, braucht das Allah nicht. Denn nichts ist ihm gleich. Ja, steht im Tafsir. Aber die Frage ist ja, warum sagt dann der Koran, dass Gott Allah kein Kind hat, gerade weil er keine Frau hat? Also wozu braucht Allah eine Frau, um ein Kind zu zeugen, wenn er unabhängig ist von einer Frau? Würde er ja nicht brauchen. Genau, aber wieso wird dieses Argument im Koran erläutert? Weil man ja als Mensch normalerweise ja zwei Menschen braucht, ein Mann und eine Frau. Und Allah ist ja nicht einer Frau oder einem Mann gleich, deswegen braucht er das nicht. Er setzt sich sozusagen ab und ist kein Mensch sozusagen. Also nochmal, keiner hat ja gesagt, dass Allah ein Mensch ist. Ne? Das Argument von Sure 6101 ist, da steht, wie soll Allah ein Kind haben, wo er doch keine Frau hat. Wenn ich zu dir sage, wie soll ich nach Hamburg fahren, wenn ich kein Auto habe, dann bedeutet das, ich brauche ein Auto, um nach Hamburg zu kommen. Wenn also im Koran steht, wie soll Allah Kinder haben, wenn er keine Frau hat, dann bedeutet das, Allah braucht eine Frau, um Kinder zu haben. Die Frage ist, wozu braucht Allah, der kein Mensch ist, sondern Geist ist, beziehungsweise der allmächtige Gott ist, wozu braucht er denn eine Frau? In erster Linie, um ein Kind zu haben.
Da steht ja, wenn man es genau liest, die Übersetzung von Bubenheim. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat und er sonst alles erschaffen hat? Das heißt, da steht auch, wenn er sonst alles erschaffen hat, das würde auch eigentlich automatisch darauf hinweisen, dass er sich nicht selber so erschaffen hat. Er war eigentlich schon immer da. Und wie gesagt, ist es halt so, dass es ja ein Mann und eine Frau gibt. Dafür, für ein Kind, da steht doch, wo er doch keine Gefährtin hat und er sonst alles erschaffen hat. Und er weiß über alles Bescheid. Das heißt, doch eigentlich, dass wenn da steht, wie soll er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat, damit schließt er sich ja auch aus, dass er ein Mensch ist, weil Menschen machen das ja und steht ja auch woanders, dass er der Unabhängige ist. Okay, Das heißt, guck mal, ist alles gut, alles gut. Also, das Ding ist zum Beispiel in der Bibel, ja, da steht im Johannes 1, ja. Vers 18, nicht Vers 18, sondern ich glaube Vers 13, Johannes 1, dass Gott zeugen kann, ja, aber es hat nichts mit biologisch zu tun, also es hat nichts mit Sex zu tun, sondern es ist eine geistliche Zeugung. Zum Beispiel, wir Christen können uns Kinder Gottes nennen, weil wir von Gottes Geist gezeugt wurden. Gott braucht keine Frau, um geistliche Kinder zu haben. Aber irgendwie hat das der Schreiber des Korans nicht verstanden. Weißt du? Und das ist das Problem. Aber ich Also, erwarte nicht von dir, dass du mir jetzt die Antwort gibst. Ist alles okay, wenn du nicht antworten kannst. Von daher, auf jeden Fall danke, dass du da warst, ja. ja, bitte. Übrigens, ganz kurz, du hast gerade Johannes 1, Vers 18 gesagt. Nee, nicht Vers 18, sondern Vers 13 bis. Aber du willst jetzt bestimmt sagen, Ja. ja, keiner hat Gott gesehen, richtig? Ja. Ja, und ja, okay, machen wir das, komm. Johannes 1, 18, alles gut. Okay, was ist dein Argument? Dein Argument ist, da steht, keiner hat Gott gesehen, aber man hat Jesus gesehen, richtig? Ja. Genau, und das ist doch genau das, was der Vers sagt, oder? Ja, niemand hat je Gott gesehen. Und dann weiter? Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Ah, siehst du? Also der Vers sagt genau das, was du verleugnen wolltest. Warte. Aber da steht ja, niemand hat je Gott gesehen. Genau, und dann steht da, aber der eingeborene Sohn, der selbst Gott ist, er Da hat steht ihn nicht gezeugt. aber. Da steht der Eingeborene. Niemand hat je Gott gesehen. Doppelpunkt. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Genau, wer ist der Eingeborene? Eingeborene, das ist ja wahrscheinlich dann nach biblischer Sicht Jesus, oder? Richtig. Und er hat ihn verkündigt. Was bedeutet das? Das heißt, er hat Gott verkündigt. Das heißt, Jesus hat Gott verkündigt. Er hat Gott offenbart. Also Jesus, und übrigens, es geht da um den Vater. Okay, niemand hat den Vater gesehen, aber der eingeborene Sohn, Jesus Christus, hat ihn offenbart. Darum geht es. Es hat nichts damit zu tun, dass Jesus nicht Gott ist. Sondern der Vers sagt sogar, gerade weil Jesus Gott ist, hat er ihn verkündigt. Aha. Ja. Ja, ich würde Kann man sagen, mich hören, vielen oder? Dank. Ja, man kann Wie? nicht hören. Das war ein bisschen mit Hintergrund. Kannst du kurz eingeregt in Labores, einen Gedanken dazu bringen? Man hört Nee, dich voll hört schlecht, mich Digga. an. Man hört dich voll schlecht. Ach so. Ja, Hallo, so. hallo, hallo, hallo. Besser? Ja, ein bisschen besser, ein bisschen besser. Hört man mich? Ja, jetzt. Hallo. Jetzt hört man dich wieder. Jetzt hört man. Okay, ich Ja. habe. Okay, kannst du mich hören, Khaled? Ja. Okay. Ich wollte dir sagen, das, was dein Bruder gerade dir vorgelesen hat, diese Stelle aus Johannes 1, ja? Diese Ja. Stelle, die ist eigentlich eher ein Indiz dafür, dass der Herr Jesus Gott ist. Weil bei dem Kapitel, also wenn du jetzt den Kontext des Kapitels siehst, da steht ja ganz am Anfang des Kapitels, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und du kennst ja die Stelle wahrscheinlich, und das Wort war Ja, bei und Gott das und das Wort Wort war bei war an Gott und Gott. das Wort war Gott. Genau, und das Wort ist Jesus Christus selber. Dann steht da, dass das Wort Fleisch wurde
Also das Wort kam auf diese Erde, indem es Fleisch wurde und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, Johannes, der Apostel Johannes ist ja der Verfasser des Evangeliums und er sagt, dass wir oder dass die damals die Herrlichkeit sahen. Die sahen die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde im Fleisch, in Fleischesform oder Fleischesgestalt. Und wenn du diesen Gedanken jetzt mitnimmst, ja, dann heißt es ja hier, dass niemand Gott gesehen hat in seiner Gestalt, aber der eingeborene Sohn Gottes, also Jesus Christus, der vom Vater kam, dass er vom Vater kam, der steht zum Beispiel in Johannes 6 oder in Johannes 16, da sagt der Herr Jesus selber, ich bin vom Vater gekommen in dieser Welt und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also das heißt, er sagt, ich kenne den Vater, ich habe ihn gesehen, ich habe seine Stimme gehört, aber ihr kennt ihn nicht. Das ist das Verständnis davon. Das heißt, der Herr Jesus, der von der Ewigkeit kam, von der Gegenwart des Vaters, er kam auf diese Erde und dadurch, dass er auf diese Erde kam, haben wir die Herrlichkeit Gottes in Fleischesgestalt gesehen. Und damals die Menschen, die den Herrn Jesus gesehen haben, die haben das wahrgenommen durch seine Worte und durch seine Taten. Mhm. Er hat Worte gesagt, die kein Mensch jemals gesagt hat und er hat Dinge getan, die kein Mensch jemals getan hat. Das ist so die Message. Ja. Ja, vielen Dank für die Information. Gerne, mein Lieber. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Gleichfalls, ja. Danke, dass du da warst. Du warst korrekt. Danke dir auch. Und schön. Auf Wiedersehen. Assalam, mein Lieber. Assalam, ciao, ciao. Hey, Bruder Mensa, ich bin auch weg, Bruder. Jetzt. Danke, dass du mich hochgeholt hast. Easy, Bruder. Bruder, bleib so stabil und geschmeidig. Ich küsse dein Herz. Gott segne dich. Ich küsse dein auch mal. Gott segne dich, Bruder. Pass auf dich auf. Danke, Bruder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo? Hi, was geht? Ja, was geht? Gott segne dich. Ich bin selber ein Christ und meine Familie ist orthodox. Und ich will nur sagen, im Koran steht, dass Allah der erste Muslim war, ne? Dass Allah der erste Muslim war? Ja, aber das stimmt, das kann gar nicht stimmen, weil vor 600 Jahren vor dem Koran ist ja Isa auf die Erde gegangen und er war anscheinend ja auch Muslim, also kann es ja nicht sein, dass Allah der erste Muslim war. Warte mal, meinst du Mohammed oder meinst du Allah? Mein Bruder, ich habe keine Ahnung, also halt, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von dem Koran, aber... Bruder, nee, dann sollte man vorsichtig sein. Also ich, okay. Verstehst du? Also Allah kann ja kein Muslim sein. Weil, ich weiß, ob du gerade... Mohammed. Ja, du meinst Mohammed, ja, genau. Ich glaube, du meinst ja Mohammed oder Abraham oder so. Genau. Das wollte ich schon mal sagen und, Okay, Bruder. Ja, ciao. Danke, dass du da warst. Ja, ciao, ciao. Ja, danke, ciao. Gottes Segen, Bruder. Obwohl ich noch. Also, ich darf auch als Muslime Gottes Segen sagen, oder? Ja, richtig. Ich finde es stark von dir, wirklich, ohne Spaß. Ehrlich? Boah, dankeschön. Weil ich dachte immer so, wenn ich Gottes Segen sag, weil manche, ich habe paar auch christliche und orthodoxe Freunde. Und falls ich Gottes Segen sag, sagen die, ey, warum sagst du das? Nee, also du kannst es ja sagen, weil ich weiß ja, ich glaube ja, dass es einen Gott gibt, der existiert. Genau, ich auch. Weißt du, und wenn du mir seinen Segen wünschst, so, dann finde ich es nett. Ich wünsche dir auch seinen Segen. Dankeschön, Bruder. Ich bin so durchs Live gegangen. Mhm. Ich habe die Bibel auch gelesen selbst. Doch hab halt die Antwort auf meine Frage nicht gefunden. Das wird dich jetzt auch nicht überraschen, weil das eine Frage, die öfter kommt, aber worauf ich halt echt keine Antwort krieg, ist, also erstens, Jesus ist Gott. Ja. Genau. Und halt, Jesus hat auch seinen Jüngern gesagt, dass er Sohn Gottes ist und auch Gott ist. Ja. Bin ich richtig? Ja, genau. Dann, also, wann wurde die Bibel so ungefähr geschrieben? Wann wurde die Bibel geschrieben? Was meinst du mit Bibel? Meinst du das Neue Testament oder das Alte Testament? Weil das sind also, schon. Die Bibel keine Ahnung, aber halt da, wo das angefangen hat. Da, wo das, okay, wir sagen mal, sage ich mal, vor, boah, lass mich nicht lügen, aber ungefähr vor 3500 Jahren, ungefähr. 3500 Jahren? Ja, ungefähr. Und ich also, glaube, wie gesagt?
Ich glaube, du meinst vielleicht sogar das Neue Testament, weil du ja willst ja etwas über Jesus wissen, richtig? Ja, genau. Ja, wenn es um Jesus geht, dann Neue Testament. Neue Testament, genau. Das ist ungefähr im ersten Jahrhundert nach Christus. Also ungefähr 100 nach Christus wurde das geschrieben. Oh, nee, warte mal, sogar falsch. Nee, ist sogar falsch. Aber es ist 60 nach Christus ungefähr wurde das geschrieben. 60 nach Christus, okay. Richtig, genau. Ich wollte fragen, wo halt in der Bibel dynamisch richtig ausgesehen steht, dass Jesus Gott ist. Dynamisch richtig. Die Stelle habe ich doch gerade eingeblendet. Philipper Kapitel 2, Vers 5. Genau. Könntest du das vielleicht mal vorlesen, Bras? Boah, hast du gerade keinen Laptop bei dir oder Bibel bei dir? Ich habe leider keinen Laptop bei mir. Ich habe nur mein Handy. Was sogar weniger. Ich stehe jetzt extra wegen dir auf. Ja, egal. Ich mache schon meinen Laptop. Nein, okay. Bro, mach nicht. Egal. Nein, ich mache. Alles machst gut. Du das? Dankeschön. Ja, ich mache. Gib mir 10 Sekunden. Alles gut, Bro. Nimm mich jetzt nicht böse. Sorry. Nochmal Dankeschön, Allah, für die Herz. Okay. Ja. Erzähl mal. Also halt, da steht, also, jetzt mal Philippa vor. Philippa. Ich würde auch gut sagen, weil ich bin kein Imam, also ich bin kein Imam, der jetzt jeden einzelnen Vers aus dem Koran sagt. Das heißt, wenn du mir eine Frage stellst, kann es sehr wahrscheinlich wohl möglich sein, dass es nicht beantwortet. Alles gut, ich stelle dir keine Frage. Alles gut. Kannst du machen, ich habe nichts dagegen. So. Genau, da haben wir es. Die Qualität ist ein bisschen, okay. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war und es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Was heißt es nicht wie ein Raub festhielt, gleich zu sein? Diesmal weiter. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Okay, stopp. Also wir sehen, Jesus hatte vorher eine Gestalt. Was war das für eine Gestalt? Jesus hat vorher eine Gestalt gehabt. Genau, also da stand, Jesus war vorher in welcher Gestalt? War vergessen. Kannst du nochmal sagen? In der Gestalt Gottes. Also genau, Gestalt Gottes. Also er war halt Gott. Genau. Und dann heißt es, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich selbst entäußert und wurde die Menschen gleich. Genau, aber was heißt diesen Raub festhalten? Ich habe das nicht verstanden. Das heißt, dass er sich erniedrigt hat, freiwillig, obwohl er hätte das nicht tun müssen. Ja. Verstehst du? Mhm. Und dann hat er die Gestalt eines Knechtes genommen. Ein Knecht ist jemand, der Gott dient, so wie ihr sagt, ein Prophet. Also er wurde ein Prophet, er wurde ein ganz normaler Mensch. Aber vorher war er Gott in seiner Herrlichkeit gleich. Hat das Jesus immer selbst gesagt, dass er Gott ist? Ja, das hat er, aber warte mal kurz. Was sagst du jetzt zu dieser Stelle? Weil du hast mich ja gefragt, ob es in der Bibel steht. Ich bin überzeugt, also ich bin nicht überzeugt, aber ich... Okay. Sehr gut. Jetzt in der Bibel sind ja Wörter von Götter. Wörter von Götter, nee. Gott. Also nicht hat Gott kein eigenes gesagt in der Bibel. Was sagst du? Also hat Gott nichts in der Bibel gesagt. Gott, Vater. Nee, du hast Götter gesagt, deswegen. Götter, ich habe verbessert, ich meine Gott. Also, ja klar, Gott hat ja gesprochen in der Bibel mehrmals, ja, das stimmt. Genau. Das weiß man durch Jesus, oder? Unter anderem, ja, aber auch durch die Propheten vorher. Genau, also die Bibel sagt im Hebräer Kapitel 1, dass Gott früher durch die Propheten gesprochen hat, aber jetzt hat er durch seinen Sohn gesprochen, Jesus Christus. Genau. Ich wollte mal was fragen. Guck mal, weißt du, was das Evangelium ist? Ich kann mich mit dem Evangelium katholisch nicht unterscheiden, das orthodoxe. Ich meine nicht die Bewegung, ich meine das Evangelium, den Begriff. Das Begriff Evangelium, ja. Habe ich mich nie auseinandergesetzt. Okay, ich erkläre dir. Genau, danke. Es bedeutet frohe Botschaft. Ja? Es ist eine frohe Botschaft, warum? Weil
Gott seinen Sohn geopfert hat, Jesus Christus, ist Mensch geworden. Ne? Er hat das Gesetz Gottes erfüllt und hat sein Leben gegeben am Kreuz. Er wurde gekreuzigt, ja, dann wurde er begraben und am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Das heißt, die frohe Botschaft ist, oder das Evangelium ist, wenn du an ihn glaubst, dann bekommst du ewiges Leben und Gott wird dich nicht richten. Mhm. Verstehst du? Das ist Christentum. Genau. Deswegen willst du ewiges Leben? Ich will ewiges Leben laut meiner Religion her, ja. Okay, wieso glaubst du nicht an Jesus? Ich glaube an Jesus, aber nicht als Gott. Genau, das heißt, du sagst, er ist ein Lügner. Das heißt, du glaubst ja gar nicht an ihn. Ich habe nicht gesagt, er ist ein Lügner. Na, wenn du sagst, er ist nicht Gott, dann sagst du, er ist ein Lügner. Habe ich nicht. Er ist ein Prophet. Er hat die Injil gebracht. Die Injil war damals richtig. Also nicht damals, aber es war richtig. Die Injil. Okay. Er hat die Injil gebracht. Unsere Isa. Du weißt, oder? Die Injil. Okay. Weißt du, was Injil ist? Was Injil ist? Genau. Ist im Koran drin, Bruder. Genau, weißt du, woher das Wort Injil kommt? Injil ist das Buch. Genau, weißt du, was das Wort Injil bedeutet? Das Wort Injil. Mhm. Nein. Das heißt, okay, das ist eine Transliteration aus dem griechischen Evangelium. Evangelium, genau das, was ich dir gerade erzählt habe. Evangelium. Evangelium. Ne? Und ich das, weiß, Evangelium, das Evangelium, was du gerade erwähnt hast, Injil, es ist eine frohe Botschaft, dass wenn du an Jesus glaubst, weil du hast gerade gesagt, Jesus hat das Injil gebracht, das stimmt. Wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du ewiges Leben. Ansonsten, guck mal, wenn du sagst, dieses Evangelium ist eine Lüge, dann hat das Wort Injil im Koran gar keinen Sinn. Injil, wie ist das ausgeschrieben worden? Ist das griechisch ausgeschrieben worden oder arabisch? Also wir müssen die dynamisch anders anschauen. Also Fakt ist, Injil ist eine Übersetzung aus dem Griechischen. Ja, das Wort kommt aus dem, das ist eine Übersetzung des Wortes Evangelium. Ja, ich will noch mal so ein Beispiel bringen, das ist ein bisschen so komisch. Aber was passiert, wenn ich sage, ich bin im Laden? Du bist im Laden? Genau. Was passiert dann? Wie, was passiert das dann? Also was sage ich? Ich bin im Laden, gell? Die Dynamik ist anders. Was passiert aber, wenn ich sage, ich bin Laden? Wieso sagst du das jetzt? Nein, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, zum Beispiel. Was passiert dann? Die Dynamik ändert sich, ne? Das ist jetzt ein dummes Beispiel, ich weiß. Chat wird jetzt, bist du jetzt komisch drauf eingegangen. Und willst du, dass ich spioniert werde jetzt oder was von FBI? Was spioniert zu werden? Das ist ein Beispiel. Okay, verstehe. Das heißt, die Dynamik beider Sichten ist anders, ne? Okay, verstehe. Wenn du jetzt sagst, dass in einem arabischen Buch steht, kannst du das mit dem Griechischen doch nicht vergleichen. Die Dynamik ist anders, die Dynamik. Das stimmt, also es ging mir ja gar nicht darum. Es ging mir darum, dass ein Wort benutzt wird, was aus dem Griechischen abgeleitet worden ist. Ja, abgeleitet. Und wenn du, genau. Abgeleitet ist es anderes. Okay, guck mal. Ich habe dir die Botschaft gegeben und scheinbar glaubst du nicht dran, richtig? Ja, ich wollte auch mal Fragen stellen. Okay, dann stell mal deine letzte Frage. Das waren meine Fragen. Was? Das waren alle meine Fragen. Ich habe sogar einen Vers im Koran, wo steht, dass Isa mein heiliger Prophet ist. Okay, alles klar. Auf jeden Fall danke, dass du da warst, ja? Bitteschön, Bruder. Gott Segen. Gottes Segen. Hey. Hallo, was geht? Grüß Gott. Ich bin auch Muslim, also ich wollte einfach mal auf eure Religion euch grüßen. Ich will eigentlich nicht diskutieren oder sonstiges. Ich wollte nur kurz was fragen, und zwar, was ist der Unterschied zwischen Evangelium und Orthodox? Und da hätte ich noch eine Frage, aber erstmal zu der Frage. Orthodox ist eine christliche Gruppe oder Glaubensgruppe, die nicht nur an die Bibel alleine glaubt, sondern die haben auch externe Quellen als Autorität. Also das heißt, Leute, die evangelisch sind, sagen, dass sie nur an die Schrift glauben, also sprich an die 66 Bücher der Bibel. Aber Orthodoxen sagen, dass sie auch an weitere Bücher glauben, beziehungsweise an Tradition. Verstehe. Genau, deswegen ist es so, dass sie auch andere Praktiken haben, die evangelischen Christen nicht haben. Verstehe.
Eine Frage. Und zwar, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Ihr habt drei Götter, wahr? Also drei Götter meine ich jetzt mit Heiliger Geist, Jesus und Vater. Also wir haben einen Gott und dieser Gott existiert in drei Personen. Du musst versuchen, zwischen Person und Wesen zu unterscheiden. Also Gott ist sein Wesen und die Personen sind Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind drei Personen, ein Gott. Das nennt man Dreieinigkeit. Also ich will jetzt nicht respektlos sein. Also kann man es so vergleichen wie Schizophrenie? Oder dieses gespaltene Perspektive? Nee, kann man nicht. Ich finde, es gibt nichts, womit du das vergleichen kannst, weil das ist Gott. Du kannst Gott mit nichts vergleichen. Nein, ich will nicht Gott damit vergleichen. Ich meine, du sagst ja drei. Ach so, drei Geister, aber eine Person. Nee, ich habe nicht gesagt eine Person, ich habe gesagt ein Wesen. Ein Wesen, sorry. Ein Wesen, drei verschiedene Personen, die miteinander kommunizieren können. Okay. Es ist keine Verwandlung in Person 1, Person 2, Person 3, nee, sondern es sind drei Personen, die gleichzeitig existieren. Ja, verstehe. Weil wir sind ja, also der Judentum, der Christentum und der Islam sind ja monotheistische Religionen, wo wir alle ja nur an einen Gott glauben. Mhm. Und ich habe damals vor langem recherchiert, wie die Bibel damals aussah, weil es so viele Arten gibt, also Verfassungen und die Alte und das Neue Testament und dass da was, also jetzt nicht vieles, aber ein bisschen was verändert wurde. Und ich wollte dich fragen, wer genau hat eigentlich die Bibel mal verändert? Weil damals hat man ja gesagt, Könige hatten auch Zugriff dazu. Ich wollte dich fragen, was sagst du dazu? Also das Argument ist falsch, leider, das stimmt nicht, dass die Bibel verändert wurde. Wir haben allein vom Neuen Testament über oder bis zu 6000 Manuskripte. Die werden datiert bis zu teilweise zum ersten Jahrhundert, ja. Und wenn man die ganzen Manuskripte miteinander vergleicht, dann stellt man fest, dass jeder einzelne Manuskript erzählt, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er der Sohn Gottes ist. Also sie erzählen alle die gleiche Geschichte. Das, was du mit Veränderung meinst, sind wahrscheinlich die verschiedenen Versionen, die die Bibel hat. Warum gibt es verschiedene Versionen? Das gibt es auch im Koran. Okay, warum? Weil im Laufe der Zeit ist es so, dass die Sprache der Menschen sich verändert. Und deswegen musst du auch die Bücher bei der Übersetzung an die Sprache der Menschen anpassen. Ich meine, wenn ich dir ein Bibel gebe, was 1000 Jahre alt ist, auf Lutherdeutsch oder nicht auf Luther, sag ich mal, aber auf so Hochdeutsch, wirst du nicht in der Lage sein, das zu lesen. Das wird für dich schwer sein. Also übersetzt man die Bibel auf die moderne Sprache, die du sprichst, damit du das besser verstehen kannst. Und in dem Fall gibt es verschiedene Versionen, das stimmt. Aber jede einzelne dieser Versionen erzählt genau die gleiche Geschichte. Es gibt keine einzige Bibel, die eine andere Geschichte erzählt. Okay. Richtig. Und das gibt es übrigens auch im Koran. Ja, natürlich. Also wenn du über Dings meinst, Übersetzungen. Genau, ja. Also verschiedene Versionen, ja. Aber das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie es ist, in der Bibel ist, aber im Koran ist es so, du kannst nicht einen deutschen Koran mit einem arabischen Koran vergleichen, weil ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber im Koran gibt es mehrdeutige Verse und eindeutige Verse. Und wenn es mehrdeutig ist, hat es mehrere Bedeutungen. Warum? Weil manche arabische Buchstaben mehrere Bedeutungen haben, zum Beispiel jetzt. Jetzt hat 15 Bedeutungen. Und man kann vieles falsch verstehen, weißt du? Ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, eher gesagt in der Bibel. Was sagst du dazu? In der Bibel gibt es auch viele Stellen, die mehrdeutig sind, aber in dem Fall guckst du einfach, was sagt der Kontext. Ne? Du musst einfach die verschiedenen Bibelstellen vergleichen. Es gibt mehrere Bücher in der Bibel, die oftmals über die gleichen Dinge sprechen. Ne? Und wenn irgendeine Stelle mehrdeutig ist, dann guckst du, okay, was sagt die andere Stelle, was sagt der Kontext, und dann versuchst du irgendwie daraus die Bedeutung zu entnehmen. Und es ist auch wichtig, dass wenn du die Bibel liest, dass du dich von Gottes Geist leiten lässt. Etwas, was es nicht im Islam gibt, leider. Und im Islam ist es, in manchen Koranstellen heißt es, der Koran ist eindeutig, aber in anderen Koranstellen heißt es, ja, das ist mehrdeutig. Und ich finde, der Koran ist... Was genau meinst du denn, das gibt es im Koran nicht? Was hast du? Islam. Was gibt es nicht im Islam? Also ihr habt keine Beziehung zu Gott, sprich ihr habt den Heiligen Geist nicht. Weißt du? Wie, wir haben keine Beziehung zu Gott. Darfst du Gott als deinen Freund nennen?
Nein, weil er mein Herrscher, weil er mein Dings ist. Ich bin sein Diener. Richtig, darfst du Gott als deinen Vater nennen? Nein, weil er nicht mein Vater ist, aber. Richtig. Wie du gesagt hast. Genau, er ist dein Chef, richtig? Ja, aber du meinst es okay. Genauso. Also, wenn du einen Chef hast, den du nur als Chef nennen darfst, dann hast du keine Beziehung zu ihm, sondern du hast nur eine Pflicht ihm gegenüber. Okay. Aber ganz kurz, bitte, lass dich mal bitte ausreden. Alles gut, rede. Bei uns Christen ist es so, wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Wir können ihn Vater nennen, wir können ihn Freund nennen. Warum? Weil sein Geist in uns lebt und wir seine Kinder sind. Und somit haben wir eine lebendige Beziehung zu ihm. Sogar wenn wir die Bibel lesen, können wir darum bitten, dass er uns leitet durch seinen Heiligen Geist. Etwas, was ihr im Islam nicht habt. Die nächste Beziehung oder die nächste Stufe, die du zu Allah hast, ist einfach nur ein Knecht. Du bist für Allah einfach nur ein Knecht. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist nicht traurig, weil wenn jemand dich erschafft und dich prüfen möchte, dann natürlich wirst du eine Zeit lang durch mehrere Prüfungen gehen. Doch Allah hat schon ein, also wir sagen so, wenn du von Allah eine, wenn du von Allah einen Tropfen Wasser haben möchtest und du ihn nicht kriegst, weißt du aber nicht, dass Allah für dich schon ein ganzes Meer hat. Weißt du, was auf dich wartet? Und du selber meintest mit der Person, die vor mir drin war, oder die Person, die vor mir war, dass in der Bibel steht, dass Gott sich von der Trinität oder von seinem Wesen abgewandt hat und zu einem Knecht wurde. Also menschlicher Körper, Knecht. Heißt es also, wenn das im Christentum für ihn Menschen, also für das Menschen, Knechte sind? Also dein Vater, dein Kumpel nennt dich Knecht? Nee, dann hast du mich falsch verstanden. Also ich meinte, dass Jesus ein Knechtgestalt angenommen hat. Ja, Mensch. Das heißt, was sagst du? Ja, Mensch. Genau, er wurde ein Mensch. Ja, und die Bibel sagt, er wurde ein Mensch, ja, damit wir Kinder Gottes werden. Johannes 1, Vers 13 oder 12. Da heißt es, wer an ihn glaubt, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Jesus selber sagte im Johannes Kapitel 8, dass ein Sklave hat nichts im Haus zu suchen. Ein Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Aber wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Denn dann gehörst du zum Haus Gottes. So sinngemäß. Okay. Verstehst du? Das heißt, Jesus kam, ja, er hat sich erniedrigt, damit wir Kinder Gottes werden durch unser Glauben. Damit wir zu Gottes Familie gehören. Damit wir eine Beziehung zu Gott haben. Aber im Islam ist es so, dass du gar keine Beziehung zu Gott hast, sondern du hast irgendwelche fünf Säulen so hingeschmissen bekommen, dass du jeden Tag fünfmal am Tag beten sollst, jedes Mal die gleiche Gebet, ja, und irgendwelche Pflichten, die du erfüllen musst. Aber am Ende des Tages weißt du noch nicht mal, ob du ins Paradies kommst. Ne? Woher weißt du das? Was sagst du? Woher weißt du das? Woher weiß ich was? Dass wir nicht ins Paradies kommen, auch wenn wir fünfmal am Tag beten. Nee, ich meinte... Hättest du nicht ins Schöpfer fahren? Ich meinte, am Ende des Tages bist du dir nicht mal sicher, ob du ins Paradies kommst. Ja, aber weißt du das? Das heißt, okay, dann frage ich dich. Bist du dir sicher? Ich sag dir, die fünf des Islams. Du hast mich ja gefragt, ne? Ja, ja, ja. Okay. Deswegen frage ich dich, bist du dir sicher, dass wenn du heute stirbst, dass du sicher ins Paradies kommst? Nein, bist du dir sicher? Und das war doch genau gerade mein Punkt. Ja, aber guck mal, im Islam ist es so. Fünf Säulen des Islams. Sie sollen sich strikt befolgen. Fünfmal am Tag beten, das und das tun. Aber in dem Koran, von den Überlieferungen von den Sahabas und alles andere, steht, dass selbst Allah Leuten das Paradies garantiert hat, die nicht fünfmal am Tag gebetet haben oder Schlimmeres gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Allah ist barmherzig. Wenn ein Muslim, wir reden jetzt über einen Muslim, ja, nicht über einen Nicht-Muslime, wenn ein Muslim, sagen wir mal, Sünden hat, die jeder Mensch hat, nur unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war perfekt. Wenn ein Muslim Fehler macht, ist das gut. Also nicht gut, also ist es nicht schlimm. Weil wir alle sind nicht perfekt und wir versuchen unser Bestes. Natürlich, wenn jemand nur sündigt, kann er nicht von sich selber aus erwarten, dass er ins Paradies kommt. Okay, ich frage dich, hast du gesündigt schon mal? Ja, natürlich, sehr oft sogar. Und ich bereue meine Taten. Okay, und kannst du mir... Okay, du hast ja schon bestätigt, dass du nicht mal weißt, ob du ins Paradies kommst, richtig? Du bist unsicher. Ja, auf jeden Fall. Genau, und das war genau mein Punkt. Und das ist traurig.
Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du dir sicher sein, dass du ins Paradies kommst. Warum? Ganz kurz, können wir ganz kurz auf die Kommentare eingehen? Mohammed war ohne Sünden? Fragezeichen. Ja, Mohammed war ein Sünder. Das steht im Koran. Was hat er gesündigt? Wo hat er gesündigt? Allah hat selber gesagt, dass Mohammed Vergebung. Sag mal bitte den Vers und Dings. Ja, ich will es ja gerade sagen, aber du redest die ganze Zeit dazwischen. Nein, weil. Okay, schreib dir mal auf. Hast du einen Stift? Ich bin gerade am MacBook. Okay, Sure 48, Vers 2 bis 8. 48, Vers 2 bis 8. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, damit dir Allah das von deinen Sünden vergibt. Geben, was er vorher war, später sein wird, und damit er seine Kunst an dir vollenden, dich an geraden Weg leitet. Und genau, also warum sagt Allah, egal, du musst dich mal weiterlesen, das reicht schon. Also wieso sagt Allah zu Mohammed, damit dir deine Sünden vergeben werde, wenn er sowieso keine Sünden hat? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Dann, du weißt schon, ne, unser Prophet hat die Worte des Gottes überliefert, dass er das den Menschen weitererzählt. Ein Prophet ist was? Ich frage dich, was ist ein Prophet? Ein Mensch. Nicht nur ein Mensch, sondern ein Überlieferer der Schriften. Bringt den Islam anderen näher. Und was hat unser Prophet gemacht? Den Koran überliefert, dass er andere Leute zu unserer Religion zieht. Verstehst du? Was hat es jetzt damit zu tun, ob Mohammed einen Sinn hat oder nicht? Allah hat nicht zu Mohammed, sondern Allah hat für den Koran gesprochen. Also für all die Menschen, die dieses Buch, diese heilige Schrift lesen werden. Weil würde Allah hier Mohammed schreiben, wäre was anderes. Aber wenn du den Koran liest, hat da, jetzt nicht falsch verstehen, hat damit nicht ein Prophet oder sonst etwas zu tun. Weil Allah spricht zu dir. Allah spricht mit dem Koran zu dir, dass du dich angesprochen fühlst und ich Mohammed. Okay, kein Problem, alles gut. Du hast jetzt gerade gesagt, ein Prophet ist ein Verkündiger, richtig? Ja, ein Verkündiger und ein Gottesfürchtiger. Okay, und deswegen willst du damit ausschließen, dass Ayat 2 sich auf Mohammed bezieht, richtig? Wo? Deswegen willst du damit, also du willst jetzt sagen, dass diese Ayat 2 nicht Mohammed damit gemeint ist, richtig? Was meinst du mit Ayat 2? Sure 48, Vers. Du hast ja gerade. Meinst Vers du, ja. Ne? Du sagst, dieser Vers 2 bezieht sich nicht auf Mohammed, richtig? Ja. Weil er der Verkündiger ist, richtig? Ja. Okay, lies mal Vers 8. Wir haben dich ja als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Okay, wer ist das? Wer ist damit gemeint? Warner? Wer ist damit gemeint im Vers 8? Dings, Mohammed. Ach so. Das heißt, aber wir haben dich als Zeug. Hier ist Mohammed gemeint auf einmal, aber davor ist nicht Mohammed gemeint. Bruder, du kannst doch nicht ein Vers mit dem anderen Vers vergleichen. Das ist doch der gleiche Kontext, oder nicht? Wie kann das der gleiche Kontext sein? Guck mal, wir haben dich als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Okay, guck mal, wir machen nochmal von vorne. Geh mal zu Vers 1 nochmal. Wir lesen jetzt runter bis Vers 8, okay? Okay. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. Okay, wer ist damit gemeint? Wer hat den Sieg bekommen? Mohammed, okay, jetzt weiter. Damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird. Okay, wer ist damit gemeint? Ja, Mohammed. Also hat Mohammed Sünden, richtig? Ja, aber was für eine Sünden hat er denn? Aber da steht doch, dass er Sünden hat, oder nicht? Ja, aber welche Sünden denn? Es ist doch egal, welche Sünden. Nein, es ist nicht egal. Da steht doch klipp und klar, dass er Sünden hatte, oder nicht? Ey, guck mal, du musst mir schon sagen, was für Sünden er hatte. Ich weiß nicht, frag Allah. Also Allah hat gesagt, er hat Sünden. Warte kurz. Also stimmst du zu, dass er Sünden hatte, oder nicht? Oh, Leute, ja, also... Oh Mann, ey. Leute, das kann nicht euer Ernst sein, ja, wirklich. Was denn? Guck mal, du musst doch ehrlich sein, da steht doch Klippen. Ich bin ehrlich. Genau, also sie ist, auf welche Sünde er gemacht hat, spielt doch gar keine Rolle. Okay, was hat eine Frage, okay, ich frag dich mal anders. Okay. Wenn der
Jesus hat doch auch die Bibel verkündigt, oder? Die also, Bibel verkündigt, ja, kann man sagen, ja, das stimmt, ja. Okay. Also ist Jesus auch ein Prophet? Ja, war er. Das hat ja keiner verlegt. Okay. Und in der Bibel wird da zu Jesus gesprochen oder wird zu das Volk gesprochen? Kommt drauf an, was du meinst. Also manchmal spricht Gott. Manchmal spricht Gott zu. Oh, Dicker. Warte mal, ich bin verdoppelt. Warte. So, manchmal spricht Gott zu Jesus, manchmal spricht Gott zu dem Volk, manchmal spricht Gott zu wen auch immer. Aber im Koran spricht Allah durch Gabriel nur zu Mohammed, richtig? Ja. Genau. Deswegen, wenn da steht, du hattest Sünden und du wirst später Sünden haben, dann ist damit Mohammed gemeint. Deswegen, Mo, komm lieber zu Jesus, weil nur er ist sündenfrei und kann dir deine Sünden vergeben. Bruder, ich bin schon bei Jesus, keine Sorge. Du bist schon bei Jesus. Ja, Bruder. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus, natürlich. Er ist auch ein Prophet. Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Nein, ist er nicht. Du glaubst nicht, ja? Ja, dann sagst du, er ist ein Lügner. Du hast nicht. Warum? Du sagst, er ist ein Lügner, weil er hat gesagt, er ist der Sohn Gottes. Und wo steht das? Steht in der Bibel, Johannes Kapitel 5, Vers 18 bis 19. Wie kann Sohn einen Gott haben? Wenn er kein Geschlecht hat. Gott haben? Was hast du gesagt? Wie kann Gott einen Sohn haben, sorry. Wie kann Gott einen Sohn haben? Ja. Erstens, dass du bei Gott das Wort kann benutzt, ist schon traurig. Dass du sagst, wie aber, kann Gott. Aber warte mal, wenn er hat doch Maria, also Gott hat doch Maria als Dings benutzt. Als, wie heißt das? Als Austragerin von Jesus, oder? Ja, Jesus hat aber schon vorher existiert, bevor er Mensch wurde. Er war schon immer da. Okay. Also habt ihr damit sozusagen gesagt, dass euer Gott ein Geschlecht hat? Weil Mann und Frau funktioniert ja nur. Steht auch in der Bibel. Oh, mein Freund. Steht doch in der Bibel, oder? Oh, guck mal, ich überlasse dich, Flex, weil ich habe keine Energie mehr dafür, wirklich. Also, Flex, Bruder, willst du übernehmen, Bruder? Ich habe keine Energie mehr, wirklich, ich gebe auf. Also, ich bin ganz ehrlich zu dir, Mo. Komm zu den Herrn Jesus Christus, das Bruder, ist die Wahrheit. Überzeug mich nicht, ich will einfach nur diese Frage. Er hat dir schon alles beantwortet, was soll er dir denn noch beantworten? Oder er hat mir nichts beantwortet. Okay, Momo. Er hat mir das erklärt, ja, okay. Unser Prophet. Okay, Momo, dann ich gebe dir jetzt eine letzte Antwort, okay? Das ist meine letzte Antwort. Okay. Also erstens, Gott hatte keinen Geschlechtsverkehr. Du weißt doch ganz genau, sogar im Koran steht doch klipp und klar, dass die Mutter von Jesus eine Jungfrau war, oder? Ja. Yeah. Also wieso fragst du mich, ob sie Geschlechtsverkehr hatte? Ich habe nicht gesagt, sie hat Geschlechtsverkehr gehabt. Was hast du denn gesagt? Ich habe doch gesagt, wenn Gott Maria ein Kind gegeben hat, mit einer, also es wurde doch anscheinend was gezeugt, oder? Ja. Muss doch eigentlich ein Geschlecht haben, oder nicht? Was? Ein Geschlecht haben? Nee. Wer soll ein Geschlecht haben? Wenn Gott allmächtig ist, braucht er doch eigentlich keine Frau, oder nicht? Ey, guck mal. Mo, danke, dass du da warst, ja? Oder ich frage dich doch. Na, aber das ist doch logisch. Guck mal, du. Dicker. Ja, guck mal, Dicker. Es ist logisch, du sagst selber. Bei allem Respekt. Was soll das für Fragen? Oder ich frage dich doch. Okay. Ich frage dich, wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott allmächtig ist, wie braucht er dann ein Wesen, exakt einen Menschen, um ein Kind zu kriegen, exakt ein Kind zu geben? Also ein What? Kind. Okay. Bro. Okay, guck mal. Also erstens, Jesus wurde ein Mensch, okay? Und er hat sich einfach von einer Jungfrau gebären lassen. Der Fakt, dass er sogar von einer Jungfrau geboren wurde, zeigt dir schon, dass es ein Wunder ist, weil Jungfrauen können keine Kinder bekommen. Aber ja. Maria konnte durch Gottes Geist ein Kind bekommen, weil es ein Wunder war. Und jetzt fragst du mich, wieso braucht er eine Frau dafür? Hätte er keine Frau gebraucht, hättest du gesagt, ja, wieso benutzt er nicht eine Frau? Ihr stellt immer sinnlose Fragen. Boah, das ist keine sinnlose Frage. Guck mal, ich wollte einfach sagen. Okay, Mo, ich stell dir jetzt eine Frage, okay? Okay. Okay. Warum braucht Allah eine Frau, um ein Kind zu haben? Wieso braucht Allah? Warte, nochmal die Frage. Oder ich frag mal so, braucht Allah
eine Frau, um ein Kind zu zeugen? Nein. Nein, oder? Nein. Das heißt, wenn jemand sowas behaupten würde, wäre er verrückt, oder nicht? Hörst du mich mehr? Ja doch, Scheiße, ich überlege gerade. Also wenn ich zu dir sage, Allah braucht eine Frau, um ein Kind zu haben, ist doch eine komische Frage, oder? Ja. Okay, wieso steht dann im Koran, dass Allah eine Frau braucht? Welche Sura? Sura 6, 101. Könnte ich davor noch genau. Ding was sagen? Oder wollt ihr erst... Ja, du kannst auch sagen, Miraj. Ja, ja, aber ich will davor bei 48.2 noch was sagen dazu. Mach. Du hast doch deinen Laptop da, oder? Ja. Wir haben sogar die Bibel. Geht's um die Bibel gerade? Nee, den Koran. Den Koran, 48, okay. Ich bin jetzt bei Sure wahrscheinlich, oder? Ja, Sure 48.2. Okay, kleinen Moment, mit Geduld kurz, okay? Bruder, welche Vers ist das? Sure 6? Sure 6, Vers 101. Also 101. Genau. Sure 48, Vers? 2. Er hat ja gerade gesagt, dass Mohammed oder so sündigt und deswegen halt das da steht. Und dazu habe ich halt was zu sagen. Okay, ich lese gleich weiter. Soll ich vorlesen? Ja, wenn du willst, kannst du lesen. Okay, damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, damit er seine Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite. Okay, dankeschön. Könntest du noch was für mich aufmachen, bitte? Ein Hadith? Was für ein Hadith ist es? Sahih al-Bukhari 6300. Warte, immer mit der Ruhe. Sahih okay. al Bukhari, okay, den kenne ich. Al-Bukhari kenne ich. 6300. Er doch keinen Gefährten. Invocation. Bei Sunna.com. Okay. Kannst du mir bitte vorlesen? Gerne. Was Prophet Mohammed sagt, okay? Also für alle, kannst du vielleicht vorlesen? Okay, ja. Ich lese mal vor. I heard Allah's messenger, Muhammad, saying, by Allah, I ask for forgiveness from Allah and turn to him in repentance more than 70 times a day. What? Okay, ich sage jetzt mal auf Deutsch, okay? Bei Allah, ich bitte Allah um Vergebung und werde mich ihm reumütig zu mehr als 70 Mal am Tag, okay? Also er bittet Allah um Vergebung 70 Mal am Tag. Wow! Das ist schon heftig. Also er war ein Sünder. Also ich will jetzt noch was dazu sagen. Und Stopp. Das heißt, er hat durchgehend gesündigt. Na, aber du musst erst mal zuhören. Okay? Okay, ja. Und jetzt das mit dem Vers aus dem Koran, also 48,2. Mensa hat ja behauptet, er muss Sünden haben, damit er damit er Vergebung will. Mhm. Aber der Unterschied ist, dass der Prophet Allah um Vergebung bittet, nicht für ihn selber, sondern für seine Umma, also für die Leute, die nach ihm kommen werden. Also ihm wurden die Vergangenen und die Sünden, die er noch vorhat zu begehen, also falls er welche hat, die wurden ihm verstrichen. Also er hat keine Sünden, weil er gar keine Sünden haben kann. Okay, weil die vergangenen und die künftigen Sünden wurden ihm schon im Voraus vergeben. Okay, warte mal, Miraj, ich muss mir jetzt kurz da eingerichten, weil das, was du jetzt machst, ergibt null Sinn. Ergibt sogar weniger als null Sinn, weißt du warum? Warum? Ich meine, wenn du gerade bestätigst, dass er Sündenvergebung bekommen hat, dann heißt es doch, dass er schon mal gesündigt hat. Menzer, Bruderherz, warte kurz. Dieser Hadith hat nichts mit dieser Sure gemeinsam. Kerle, du lügst hier gerade, Mann. Wieso lüge ich? Was steht denn im Hadith? Dass er um Vergebung bittet. Wieso bittet warte, er um warte, warte. Dieser Sahih al-Bukhari hat mit dieser Sure nichts gemeinsam.
Ich sag ja nicht, dass sie. Das habe ich erst jetzt gerade gemerkt, dass die keine Gemeinsamkeiten haben. Nee, das habe ich auch schon gemerkt. Also das ist schon, das war schon klar von vornherein, aber. Aber was steht da drinnen? Ja, ja, Mirage, guck mal, Mirage. Erstens, ich habe diesen Hadith nicht mal erwähnt. Deswegen, der Fakt, dass du da hingegangen bist, obwohl es nichts damit zu tun hat, war schon mal Quatsch. Aber ist okay. Ich versuche. Aber danke, dass du uns diesen Vers gezeigt hast. Ganz kurz bitte, ganz kurz. Wir bleiben kurz bei Sure 48, okay? Sure 48, ja. Vers 2. Du hast gerade bestätigt, dass Allah Mohammed seine Sünden vergeben hat, richtig? Soll ich dir nochmal sagen, was ich gesagt habe, okay? Ja, mach mal. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dem Allah, wie es auch im Koran 48,2 steht, vergangene und künftige Sünden vergeben hat, setzte dennoch sein derartiges Bittgebet aus Dankbarkeit fort, wie er selbst dies im Hadith Nummer 6471 Bukhari erwähnte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete gewöhnlich so lange, bis seine Füße anschwollen oder dick wurden. Und wenn jemand ihn danach fragte zu ihm, soll ich nicht ein dankbarer Diener Allahs sein? Er betet, obwohl er betet für uns, verstehst du? Und dann sagst du, ja, wo ist die Liebe? Hast okay, nochmal, Miraj, ich fange nochmal an, ganz ruhig. Ich stelle die Frage ganz einfach nochmal, okay? Wenn, auf jeden Fall ein neuer Hadith, um zu widerlegen, geil. Bombe. Wenn, also Miraj, wenn Mohammed Sündenvergebung bekommen hat, dann beweist es doch, dass er schon mal gesündigt hat, oder? Er hat keine Sünden. Er kann gar keine Sünden haben, weil ihm schon im Voraus die ganzen, also er geht, es geht gar nicht, dass er Sünden hat. Verstehst du es nicht? Okay, das heißt, wenn Allah sagt, damit ich dir deine Sünden vergebe und deine zukünftigen, was bedeutet das? Dass er gesündigt hat. Er hat, nein, hat er nicht. Oh mein Gott, Bro, ihr könnt dazu doch alle Erklärungen selber nachlesen. Also okay, wenn ich lese es nochmal vor, okay? Ich lese es nochmal vor. Guck mal, Mirage. Wenn ich dir sage, damit ich dir deine Schulden vergebe und deine zukünftige Schulden, ja, bedeutet das nicht, dass du schon mal Schulden bei mir hattest? Aber ich bin ein normaler Mensch. Ich bin kein Prophet. Das ist eine prophetische Privilegie. Er kann keine Sünden haben. Er hatte keine Sünden. Bruder, du machst Freestyle. Bruder. Also, Allah spricht doch gerade zu Mohammed, oder nicht? Ja. Und er spricht doch zu Mohammed und sagt, Mohammed, du hattest Schulden, oder nicht? Er sagt, es ist Mohammed. Genau, und wenn Allah sagt, Mohammed, deine Sünden, was meint er damit? Genau, und wenn Allah sagt, Mohammed, ich hör dich deine Sünden, was meint er damit? Leute, genau, und wenn Allah sagt, guck mal, das ist für mich so Zeitverschwendung, Bruder Flex. Das ist, also, Leute, das kann doch nicht wahr sein, Dicker. Das kann nicht wahr sein, ja. Hey, aber Dicker, ich lese es für die ganzen Leute jetzt nochmal vor. Bruderherz, ich muss das vorlesen. Bitte. Weil er hat sich eigentlich quasi selber gerade ein Eigentor geschossen. Wirklich, guck mal, ich lese das jetzt nochmal vor. I heard Allah's Messenger, ja, Mohammed, saying, by Allah, I ask for forgiveness. Er fragt um Vergebung. Er fragt um Vergebung. Also war er ein Sünder, wenn er schon um Vergebung bittet. Das sind Quellen. Sahih al-Bukhari, das ist eine Quelle. Sahih al-Bukhari. Das kann man nicht widersprechen. Und dann kommt er hier oben, er macht Freestyle. Leute, hier, Sahih al-Bukhari. 6307. Das kannst du nicht widersprechen. Ich lese es nochmal vor für die Leute. I heard Allah's Messenger, Muhammad, saying, by Allah I ask for forgiveness from Allah and turn to him in repentance more than 70 times a day. Bruder, warum machst du jetzt Freestyle? Das steht hier drin, ja, in deinen Quellen. Das steht drin, ich sage nicht, dass es nicht drin steht. Ich sage ja nicht, dass es nicht drin steht. Ja, Alessio ist dran, Mirage, ganz kurz, Alessio ist dran. Alles gut. Mo hat doch gesagt, man muss doch Arabisch, den arabischen Koran lesen, aber er liest doch nicht Deutsch. Das ist jetzt meine Antwort. Warum kommst du und sagst, Bruder, darf ich kurz darauf antworten? Kannst du Arabisch? Bruder, ich sag dir ehrlich, na, hör mir zu. Ich selber habe Freunde und auch eine Moschee, wo ich hingehe, einen arabischen Lehrer, wo ich bei ihm Unterricht nehme, der mir das erklärt.
der mir die Bedeutung von den mehrdeutigen Versen erklärt. Ich selber kann kein Arabisch, doch versuche ja, mich arabisch mal näher. Mit Arabisch? Warum kommst du dann? Weil es so ist, Bruder. Wenn ein Mensch kommt, er sagt es dir auf Deutsch und sagt, nein, du musst Arabisch. Aber wenn du es selber nicht kannst, wieso urteilst du über die anderen? Ich urteile über niemanden. Mohammed. Du machst das. Du machst ich habe nur eine kurze Frage, dann gehe ich schnell wieder raus, Alessio. Und ganz kurz, bitte. Danke schön, Bruder. Gott segnet euch. Ja, erstmal schönen guten Abend. Gott segnet euch. Grüß dich. Ich habe nur zwei Fragen. Der Mohammed ist ja Muslim und dieser Miraj ja auch. Ich bin gerade erstmal reingekommen. Ich weiß nicht, Mohammed, Bruder, aber ja. Aber M.O., alles klar, sorry. Guck mal, ihr behauptet ja, dass Mohammed ein guter Muslim war. Ja? Der ist ja der beste Siegel, der ist ja der beste Prophet, richtig? Ja. Aha. Oh, guck mal, ich stelle dir zwei Fragen. Okay. Bist du bereit, wenn ich dir jetzt eine Sura aufschlage, ja, dass du das auch liest? Ja, hau raus. Oh je, okay. Oh je, oh ja, guck je. Mal, dann schlag mal Sura 15, Vers 42 auf. Ach du Scheiße, okay. Also wenn Mohammed der beste Muslim war und er war der beste Prophet oder der Siegel aller Propheten, dann lies mal bitte für uns laut Sura 15, Vers 42. Tu mir mal einfach mal diesen Gefallen. 42. Ja, ganz okay. Laut. Gewiss über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir vor den Verirrten folgt. Mhm. Was sagt dieser Vers aus? Gewiss über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir vor den Verirrten folgt. Kannst du es mir erklären? Ja, also es geht darum, dass der Schatan keine Macht hat über die gute Muslime hat. Richtig? Den Verehrten folgt. Ja, stimmt, ja, doch. Okay, alles klar. Ich danke dir. Aber wie kann das sein, dass Mohammed in Sura Al-Dur steht, dass die Frau gesagt hat, oh Mohammed, ich sehe, dass der Satan dich noch nicht verlassen hat. Und diese Aussage bezieht sich auf von Al-Tabari, von Abu Dawud, Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, alle bestätigen das, dass Mohammed verhext war, dass der Satan über ihn Macht hatte. 40 Tage lang konnte er nicht beten. Das heißt, wenn diese Sura sagt, über einem guten Muslim hat der Schatan keine Macht, also wenn Mohammed laut dieser Aussage verhext worden ist und dass der Teufel über ihn Macht hatte, dann erst recht über euch. Das heißt, er war gar kein guter Muslim dann. Sag mir nochmal, wo ich das lesen kann. Sura 15, Vers 42. Nein, das habe ich ja schon gerade gelesen, dass das, unser Prophet verhext war. Schicke ich dir jetzt, ja? Weißt du, meinst du mit schicken? Warte, ich sag dir jetzt den Hadith. Das ist ein Hadith, das kann ich gar einblenden, wenn du willst. Ja, mach mal bitte, weil ich bin jetzt gerade nicht an meinem Laptop. Ja, blende es ruhig ein, Bruder. Das heißt, Mohammed war kein guter Muslim. Allah. Ich brauche mal eine Minute, ich muss mal kurz suchen. Warte. Genau. Ja, alles gut. Aber eine Sache will ich trotzdem noch zu Ende bringen. Und zwar dieses Sahih al-Bukhari. Ja, für euch, ja, speziell an Miraj und Mo. Ja, also hier ist ganz klar, das sind eure Quellen. Ja, das sind eure Quellen. Und hier ist nichts zu verstehen, ja. Man kann das auch hier auf Arabisch sogar lesen, ja. Sahih al-Bukhari 6307, okay? I heard Allah's Messenger Muhammad sallallahu saying, by Allah, I asked for forgiveness from Allah and turned to him in repentance more than 70 times a day. Warum 70 Mal am Tag? Vielleicht für unsere Oma. Die zweite Aussage ist ja... Okay, Leute, komm, guck mal. Ich denke, das ist schon geklärt. Also Mohammed war ein Sünder, das ist darüber wollen wir gar nicht mehr zu reden. So, und jetzt, hier ist die Quelle für jeder, der nachgucken will. Sahih al-Bukhari 3175. Okay. Ihr könnt alles screenshotten, wenn ihr mögt. Hier ist dieser Hadith. Once the prophet was bewitched. Was bedeutet bewitched? Ja, verhext. Verhext. So that he began to imagine
that he had done a thing which in fact he had not done. Also er hatte Halluzinationen, weil er verhext wurde. Genau, und diese Verhexung, jetzt stellt euch das mal vor, wenn der Allah sagt in Surah 15, Vers 42, ich screenshotte das, er hat über einen guten Muslim, dass der Satan keine Macht hat, aber wir sehen doch, der Satan hatte Macht über Mohammed ja gehabt, also war er ja, aber wo steht denn hier, dass er nicht beten konnte? Danke, Bruder. Habibi, er war verhext. Verhexung. Bruder, verhext Teufel. Heißt aber nicht, dass er nicht beten kann. Was? Mo, warte kurz, Elijah. Mo, wir zeigen dir die Quellen straight up in your face. Ja, und Bruder, was stand immer noch denn? Sagen, stand dass nicht, es nicht so ist. Nicht beten. Ich kann, gerne kann ich dir das zeigen, aber bist du bereit, dass du einfach. Bruder, rede nicht, wenn ich zeig die einfach. Quellen einbringe. Nein, aber er ist bereit? Doch, guck mal, er ist doch der beste Gesandte überhaupt, der beste, der ja, je Bruder, gelebt hat. Warum wurde er verhext? Hatte. Warum hat er gesündigt? Er hat 70 Mal am Tag um Vergebung gebeten. Genau, der Bruder hat schon hier aufgeschlossen, Sahih al-Bukhari 5456. So. Mein Lieber, egal was man dir zeigen wird, du wirst das nicht einsehen. Jetzt die zweite Aussage. Du hast behauptet, ja, wie kann Gott quasi oder Maria schwanger sein, hatte quasi sexuelle Verkehr gehabt, richtig? Hast du ja gesagt. Nein, nichts mit sexuellen. Das war ja ein Wunder, ist ja auch im Islam das gleiche Ach gewesen. So, aber ich beweise euch im Islam, dass bei euch Maria gar keine Jungfrau war. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. Ich kenne den Vers sogar. Soll ich euch beweisen, dass Maria keine Jungfrau war bei euch? Beweis es, Bruderherz. Ich kenne den Vers. Gehst du auf Surah 43, Vers 7, schlägst du die Tafsire von Imam al-Qurtubi. Imam al-Qurtubi sagt, bitte warte. Surah 43, Vers 7. So. Dann heißt es von Imam al-Qurtubi sagt, dass Maria, dass der Engel Jibril kam. Aber warte mal, was steht im Koran? Lass mich bitte aussprechen. Lass mich zu Ende führen und dann kann ich das zeigen. Guck mal. Dann hat Imam al-Qurtubi, dann kam der Engel Jibril, hat bei ihr eingehaucht und sie wurde geil und da kam der Samen rein. Ja? Es wurde an ihren Vagina gespielt. Und das ist pervers. Bruder, wieso? Wieso Tafsir für einen Vers, wo man keine Erklärung dafür braucht? Was? Deine Gelehrten sagen das. Warum Tafsir? Ja, dann gehen wir, okay, stopp. Dann gehen wir mal auf Surah 19. Surah 19, Vers 17. Wir sind doch bei 43. Lass doch den Surah lesen. Surah 43, Vers 7 nimmt Bezug von Imam al-Qurtubi. Okay, du, ich lese dir mal das. Zeig mir im Koran. Ich zeig dir im Koran, was macht ein nackter Mann, der angeblich von Engel Gabriel ist, der sich offen nackt zeigt und Mariam sagt, oh, fürchte Allah, was macht ein Mann da? Aber wieso springst du jetzt? Wir waren doch bei 43,6 und 7 und jetzt gehst so, du irgendwo anders. 43, hin. Guck mal, Bibi, du hast so eine große Klappe, ich werde dich jetzt richtig auseinanderpflücken. Du hast dich komplett mit dem Falschen angelegt. Guck mal, ich denkst du, das bringt dir was? Denkst aber du, damit guck mal, irgendwas erreicht? Leute, bevor wir weitermachen, lass uns mal bitte kurz eine Minute nehmen, um das Evangelium zu proklamieren. Ja, danach können wir Freestyle machen. Okay. Aber es ist wichtig, dass wir auch zwischendurch von Jesus erzählen. Also guck mal, Leute, alle, die hier drin sind, Muslime, besonders an euch, auch an alle anderen. Es geht hier eigentlich um Jesus. Ja, es geht hier darum, dass Menschen Jesus erkennen. Muslime denken, sie kennen Jesus. Warum? Weil im Koran von einem gewissen Isa gesprochen wird, ja, der nur ein Prophet war. Und der Grund, warum wir diese Diskussion haben, ist ja, weil ich sage, Jesus ist Gott. Und die denken, dass der Jesus im Koran der echte Jesus ist. Aber in Wahrheit ist es so, dass der echte Jesus der Jesus aus der Bibel ist. Ja, weil die Schriften, die wir über ihn haben, sind viel, viel älter und authentischer. So, Jesus der Sohn Gottes, der Mensch wurde, ja, der für uns gelebt hat und auch für uns gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Er ist der König der Könige und die Bibel sagt, er wird irgendwann zurückkommen und die gesamte Welt richten. Das heißt, jeder, der ihn nicht angenommen hat, muss sich vor ihm verantworten. Und wenn du das tust, dann gehst du direkt in die Hölle. Warum? Weil jeder Mensch gesündigt hat. Aber wenn du heute dich für ihn entscheidest, dann wirst du Vergebung all deiner Sünden bekommen. Okay, du kehrst um und du wirst ein Kind Gottes. Wenn du Jesus Christus, den echten, nicht Isa, sondern den echten Jesus Christus, der vor 2000 Jahren ein Mensch wurde und als Prophet gedient hat. Okay, er ist der Messias, sagt die Bibel, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist der König der Könige, er ist unser Hohepriester, er ist auch unser Richter, unser Retter, unser Erlöser, er ist Gott, er ist einfach alles. Verstehst du? Und in ihm hast du Frieden.
Muslime haben keinen Frieden. Muslime wissen nicht, wo sie hingehen, wenn sie sterben. Und das ist traurig, obwohl sie fünfmal am Tag beten. Okay, ja, wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Und deswegen wollen wir, dass ihr diesen wahrhaftigen Gott kennenlernt. Okay, das war kurz ein Beitrag von mir. Jetzt übergebe ich weiter an die Geschwister. Also Flex und so weiter können weitermachen. Ich stumme mich jetzt. Gut. Elijah, mein Bruderherz. Bist du noch da? Ja. Wie kann ich am besten meine Kamera... kann ich meine Kamera auch einblenden? Ich glaube, ja. Da kann ja, die Position mit dir wechseln. Ja, ja, aber bei mir geht das, glaube ich, keine Kameraeinblendung. Ich habe nicht 1000 Abonnenten, Bruder. Ah, okay, deswegen geht das nicht. Okay, verstehe. Ja. Nicht so schlimm, aber du kannst uns die Quellen geben und wir schlagen sie immer wieder auf. Das ist gar kein Problem. Ich suche das eben kurz auf und dann sage ich euch das, ja? Das ist kein Problem, Bruder Herz. Wow, das ist echt krass. Also dieser Sahih al-Bukhari-Vers, den habe ich gleich mal gescreenshottet. Man lernt nie aus, ne? Du bist immer noch bei dem. Ich habe dir schon gesagt, dass er keine Sünden hatte und für uns das gemacht hat. Und du bist immer noch bei dem. Bruder, es ist doch okay, Mann. Ich kenne euch schon. Du erwähnst es schon zum 20. Mal. Ich finde das nur lustig. Hallo, Miraj, ich habe eine Frage an dich. Was heißt denn Sahih? Was heißt Sahih auf Deutsch? Erklär mal. Was? Was heißt Sahih auf Deutsch? Authentisch. Also ist Sahih al-Bukhari ein Leugner oder was? Was? Wenn er das so schreibt. Ist er ein Leugner, wenn das so schreibt? Ich erkläre dir was, bitte, hör mir zu, okay? Hadith, also ich bin ja kein Gelehrter oder so und Hadithe sind sehr kompliziert. Ich verstehe auch nicht alle Hadithe. Damit müsst ihr zu einem gehen, der den Koran komplett schon verinnerlicht hat und dann zu den Hadithen geht, okay? Ich kann es euch nicht genau erklären, aber ich habe das euch ja schon gesagt, dass er das gemacht hat. Er hat um Vergebung für seine Umma gebeten. Verstehst du? An alle, die hier drinnen sind, die zuhören, ja, weil das ist nicht böse gemeint, aber unser Bruder Miraj, der freestylt ja gerade. Und dieser Chapter heißt Seeking Allah's Forgiveness by Daytime and at Night. Okay, was hat das? Das ist ganz einfach zu verstehen. Da muss man nicht seine Philosophie mit hinzufügen und sagen, ja, aber die Sünden wurden ihm doch schon vergeben. Aber also war er davor ja ein Sünder. Philosophiert doch bei manchen philosophiert doch ihr auch, oder? Nein, nicht? Guck mal. Die Sünden wurden ihm doch schon vergeben. Dann hat er also doch gesündigt, oder nicht? Kann ich kurz was dazu sagen, vielleicht? Moment, Umut. Leute, haben wir hier einen Muslim unter uns, der ein bisschen mehr Wissen hat, der gerne hochkommen möchte? Weil wir wollen nicht, dass es heißt, wir reden nur mit Jahils oder so, okay? Jedenfalls, unter diesen 200 noch was Leuten ein Muslim gibt, der, es ist noch ein Platz frei, du kannst Anfrage schicken und hochkommen, bitte. Ja, weil nicht, dass es heißt, Christen sind unfair. Wir wollen fair bleiben, deswegen. Du kannst gerne eine Anfrage schicken. Bitte. Ja. Guck mal, Miraj, das ist nicht mal böse gemeint, aber wenn die Sünden ihm schon vergeben sind, dann war er doch schon ein Sünder. Ihm wurden die Sünden ja, das steht doch in dem Vers. Seine vergangenen und zukünftigen Sünden wurden ihm vergeben. Er hatte noch nie welche. Hä? Aber warum sollte ihm Sünden vergeben werden, wenn er noch nie welche hatte? Bruder, hör dich doch mal reden. Das widerspricht sich. Bruder, du widersprichst dich komplett. Okay. Eine andere Frage, von wem kam denn die Aussage, dass Mohammed... Umut, warte kurz. Thema, Bruder. Genau um das Thema. Ja, Umut, aber guck mal, wenn ihm die Sünden schon vergeben sind... Ja, boah, das ist ein... Dann hat er fertig, da kommt man nicht drum rum. Aber von wem kommt die Aussage, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam der beste Mensch ist? Also wo steht das? Das sagen ja wir, ne? Also die Muslime. Aber wo ist die Quelle? Was meinst du? Genau, wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle, dass unser Prophet der beste Mensch war? Du meinst fehlerfrei? Ja, nein, der beste Mensch. Ja, ist doch fehlerfrei. Ja, oder fehlerfrei, okay. Ja, denn wo steht das? Ja, steht nicht. Ist doch. Das muss ja nirgendwo hin. Ja, okay, da müssen wir ja nicht Ding machen. Da müssen wir ja nicht über das reden. Ja, aber wieso ist Jesus der beste Mensch laut euch?
Oh mein Gott, dein Ernst? Menzer hat dir all die Antworten gegeben und du kriegst ernsthaft nochmal dieselbe Frage? Wieso der letzte Prophet, der den Koran verkündet hat, wieso er der beste Mensch ist? Was soll man denn darauf Jesus antworten? Christus war der Letzte. Warum? Er ist für unsere Sünden gestorben. Er ist als Gott, als eine Gottheit, ja, wurde er zu Mensch. Und zu Mensch, ja, hat er sich für unsere Sünden geopfert. Okay, damit wir das ewige Leben im Paradies haben. Denn ohne das Blutvergießen Jesu Christi wären wir auf Ewigkeiten verdammt. Und deswegen ist er das Alpha und das Omega. Okay. Simple and easy. It's so easy to understand. Das ist aber nicht mal schwer. Aus weltlicher Sicht jetzt, musst du nicht etwas machen, um es dir zu verdienen? Oder kannst du einfach nichts machen und hast es dir trotzdem verdient, weil ein anderer das für dich gemacht hat? Kannst es dir gar nicht verdienen, in den Himmel zu gehen. Verstehst du das? In den Himmel zu gehen. Nein, das ist ja das, was ihr nicht versteht. Aus Gnade sind wir gerettet. Aus Gnade. Jesus hat das Gesetz erfüllt, damit du, wenn du an ihn glaubst, gerechtfertigt bist vor Gott dem Vater. Verstehst du das? Also wenn ich jetzt einmal sage, ich glaube an Jesus, ich mache auf der Welt alles, was ich machen will, jede Scheiße, dann komme ich trotzdem ins Paradies. Mirasch, guck mal, weißt du, was mir aufgefallen ist, Mirasch? Und das ist meine Vermutung, ja. Ich weiß nicht, was für ein Verständnis ihr Muslime habt. Also das ist jetzt keine Beleidigung. Aber ja, wenn ich dir aus dem Bukhari zitiere, ja, was verstehst du darin nicht? Warum verstehst du das nicht? Warum hast du jetzt wieder Bukhari erwähnt? Ich habe doch was anderes. Nein, gefallen. Generell, egal was man euch sagt, ihr stuft es als Lüge ein. Egal, was man euch sagt. Ich hab's ja nicht als Lüge eingestuft. Was habe ich denn als Lüge eingestuft? Aber warum glaubt ihr das denn nicht? Wir sagen euch die Wahrheit. Das ist ja keine Lüge. Guck mal, warum sollte ich meine Zeit verschwenden, hier hochkommen und überhaupt über sowas reden? Das ist die Wahrheit, das ist Reality. Mirasch, es geht um Leben und Tod gerade. Verstehst du das, Bruderherz? Okay. Es geht um Leben und Tod. Jesus ist die einzige Wahrheit. Ja, nicht andere. Aber es ist ja laut. An der Stelle muss ich nochmal Mirasch korrigieren. Also Mirasch hat eine Frage gestellt und dachte, er meinte ja. Er meinte ja, wozu brauche ich Jesus oder irgendwie sowas nach dem Motto, wenn ich Jesus. Ein paar mehr zu sagen. Jo, Leute, bitte stumm euch mal, bitte, Mo und Mirage, bitte. Weil ich höre mich nicht. Okay. Soll ich mich stumm oder was wolltest du? Ja, ja. Warte. Ja, ich wollte was sagen, aber ich höre die ganzen Hintergrundgeräusche. Es kommt nicht bei mir. Okay, auf jeden Fall, guck mal. Viele behaupten, wenn du ein Christ bist, ja, weil ja Jesus für deine Sünden gestorben ist und so, dann kannst du ja sozusagen so viel sündigen, wie du willst und bla, 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 ne? Jeder, der sowas sagt, hat die christliche Theologie nie verstanden. Im Johannes 1, Vers 12 steht klipp und klar, dass wenn du glaubst, du wirst ein Kind Gottes. Du wirst von Gottes Geist gezeugt. Also man muss durch Gottes Geist lebst du, wie es Gott gefällt. Okay, die Bibel bezeichnet es als die Früchte des Geistes. Du tust Sachen durch den Geist Gottes. Du tust Sachen, wodurch man erkennt, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Aber jemand, der die Einstellung hat und gesagt hat, ey, weißt du was, ich bin ein Christ und jetzt kann ich trotzdem machen, was ich will, ich lebe, wie ich will, beweist durch diese Einstellung, dass er kein Kind Gottes ist, weil er hat kein neues Herz. Verstehst du? Also die Bibel sagt, dass wenn du ein Kind Gottes bist, du bekommst ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch. Und dieses Herz neigt dazu, für Gott zu leben. Ein Herz, was sagt, ey, weißt du was, ich werde jetzt machen, was ich will, beweist, dass es immer noch in der Dunkelheit ist. Und deswegen bitte hört auf, diese Fragen zu stellen. Gott will nicht, dass wir weiterhin sündigen, sondern er will, dass wir umkehren. Ja, obwohl Jesus für uns gestorben ist, will Gott trotzdem, dass wir umkehren und seine Herrlichkeit in unserem Leben repräsentieren oder präsentieren. Amen. Bruder, ich wollte nur ganz kurz noch was sagen, danach gehe ich raus. Guck mal, geht bitte auf Sure 3. Nee, warte ganz kurz. Sure 3. Sure 3, Vers 47. Da geht es um Adam Erschaffung. Und ich lese euch das vor. Und die Tafsire kann ich euch auch gerne die Seite zeigen. Dann müsst ihr nur auf Sure 3, Vers 47 gehen. Und ich lese euch das jetzt vor. Jetzt soll mir eine erklären. Guck mal, was für Quellen da sind. Guck mal. Ibn Abbas sagte, der Gabriel atmete in ihre Gebärmutter und sie wurde durch das schwanger. Andere sagten, es kann nicht passieren, denn in diesem Fall wäre diese Schwangerschaft von einem Engel verursacht worden. Und das Kind wäre halb Mensch und halb Engel. Guck mal.
Der Grund, warum sie schwanger wurde, liegt jedoch, dass Allah, als Allah Adam erschuf, das männliche Samen im Rücken der Männer, alleine das ist schon peinlich, und das weibliche Sperrwasser in den weiblichen Gebärmutter speicherte. Und jetzt guck mal. Und wenn sich beide Spermien vereinen, entsteht im Mutterleib ein Kind und die Schwangerschaft tritt in Kraft. Aber lass mich bitte aussehen. Im Falle Maria jedoch speichert Allah sowohl das männliche als auch das weibliche Spermien in ihr, in ihrem Bauch und einigen in den Rücken. Dann blies haucht Gabriel hinein, um sie sexuell zu erregen. Denn eine Frau braucht sexuelle Erregung, um schwanger zu werden. Als man durch Gabriels Einatmen sexuell erregt worden ist. Tafsir von Imam al-Qurtubi, Surah 3, Vers 47. Okay, aber jetzt lesen wir deinen Vers bitte mal. Okay, soll ich ihn mal vorlesen? Das ist Tafsir, ein Verserklärung von Imam al-Qurtubi. Okay, aber lass halt den Vers lesen, was im Vers steht. Ja, dann ist Surah 3, Vers 47. Okay, Surah 3, Vers 47. Sie sagte, mein Herr, wie soll ich ein Kind haben, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat? Er, der Engel, sagte, so wird es sein. Allah erschafft, was er will. Ja, und jetzt? Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er, sei und so ist sie. Das steht doch Kun Fayakun. Ja. Und die Erklärung? Also sei und so ist es, Kun Fayakun. Aber Imam al-Qurtubi ist ein Gelehrter. Nicht nur er sagt das, Ibn Abbas sagt das. Imam al-Qurtubi sagt, das sind Gelehrte, die auf diesen Sure Bezug nehmen und das erklären. Aber wir lesen doch den Koranvers. Für was? Also bist du jetzt ein Koranit geworden auf einmal oder was bist du jetzt? Aber da steht doch ganz, ganz klipp und klar da. Digga, was bist du für ein ignoranter Mensch? Das sind deine Gelehrten, entweder du hast. Okay. Das sind deine Gelehrten. Schämst du dich, dass Maria was keine schämst du dich? Da steht doch, Allah braucht sowas nicht. Er sagt, wenn es so sein soll. Mirage, es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert. Okay. Allah, hör mir zu, leid. Du bist ein ignoranter Mensch, Wert. Aber ich mache das anders für dich. Wir reden nicht nur über den Koran. Warte, Elijah. Erkläre du mir, warum dein Allah einen Engel geschickt hat und einen menschlichen Form angenommen hat, der nackt war. Erkläre mir das mal. Wo steht das? Ja, wo steht das? Du bist doch der Tafsir-Gelehrte, oder nicht? Du nennst irgendwas, ohne was zu sagen. Was soll ich da antworten? Ja, okay, wenn ich dir das jetzt beweise, gehst du auf Surah 19? Surah 19? Warte. Okay. So, und jetzt schlag mal auf, Surah 19, Vers 17, schlag mal auf. Tja, Wahnsinn, echt, das sind doch, das ist doch... Was für Wahnsinn, ich zeig dir du den Vers. Du bist so ein ignoranter Typ, was bist du jetzt, auf einmal Koranit geworden, schämst du dich für deine Gelehrten? Ja, als erstes Koran, natürlich, als erstes Koran. Hm. Wenn ich die Antwort aus dem Koran habe, dann brauche ich okay, nicht... Okay, alles klar, dann reden wir jetzt nur über den Koran, ist das alles klar? Dann schauen wir mal, was dein Koran uns hier zu sagen hat. Okay, 19,17. Lies mal bitte laut. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr, er stellte sich ihr als menschliches Wesen dar. Aha. Okay. Ja, yeah. Was ist das? Warum sagst du nackt jetzt? Woher hast du das nackt? Stopp. Okay, stopp. Was ist ein Wesen? Hör mir bitte zu. Was ist dieser Wesen? Ein menschliches Wesen. Wer ist dieser Wesen? Erkläre mal, ist das Peter Pan, Hänsel und Gretel? Wer ist das? Da sandten wir unseren Geist zu ihr, er stellte sich ein menschliches Wesen, ein Geist, ein menschliches Wesen. Ja, aber wer ist das? Er weiß ihn nicht. Aber wie macht deine Hausaufgaben? Lies einfach. Aber hast du die Erklärung? Guck mal. Daraus. Ey, Abibi. Du hast mir nackt gesagt. Deine Gelehrten sagen, in diesem Hadith steht, in diesem Koran-Sure heißt es doch, in den Koran-Sure heißt, wenn du die Sure weiterliest, heißt doch, sag Maria, oh, fürchte Allah, ich nehme Zuflucht vor dir, weil dieser Typ war ein Mann. Und Bruder, mit Maria dir kann man hat ein Kind gebärt in ihrem Bauch. Checkst du das nicht? Okay. Nein, ich check. Elijah, ganz kurz. Mirage. Bruder, ich habe keine Lust mehr, wirklich. Mirage, es hat sowieso mit dir keinen Wert. Wir haben dir sowieso schon alles gezeigt.
Also wenn ich dich wäre, ich würde eigentlich aus dem Channel gehen und ja, wirklich mir so starke Gedanken machen. Ich bin das ganz ehrlich zu dir. Also ich würde mir Gedanken machen nach so solchen Gedanken. Ich bin ehrlich. Mirage, ich rate dir runter zu gehen. Ja, ich mache mich jetzt auf. Genau, also falls es hier Muslime gibt, die mehr Wissen haben und gerne mitreden möchten, ihr könnt gerne hochkommen. Ja, Bruder. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, die Geschwister können weiterreden, also wenn ihr... Ja, das Ding ist ja, dieser Geist, ja, dieser Geist, sagen ja die Muslime, dass ja der Engel Jibril ist. Aber jetzt, wenn wir genau achten, ein Engel war, kann kein Leben geben. Denn die Engel sind ja nur Boten Allahs, so heißt es im Koran, ja. So, erstmal das. Ganz genau. Das zweite ist, dieser Engel, der behauptet, ein Geist quasi war in ihr hineingehaucht. Und die sagen, dass das Engel Gabriel war. Der Engel Gabriel in Maria oder was? Und wer ist dieser Geist, der Leben gibt? Das ist erstmal die Frage. Aus was besteht denn dieser Geist? Weil Surah 4, Vers 171 heißt es ja, und Isa ist ein Geist von Allah. So, und dieser Geist von Allah, aus was besteht er? Das ist ja die Frage. Er sagt ja nicht, dass Musa ein Geist von mir ist, dass Adam ein Geist von mir ist. Nein, er sagt das nur über Isa. Er ist ein Geist von ihm. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist dieser Geist in Surah 19, Vers 17, das Leben geben kann? Kann ich kurz auch was dazu sagen? Ja. Yeah. Ich kenne ja auch diesen Vers über Isa a.s. Mit, er hat den Geist Gottes, er ist das Wort Gottes und ist Sohn der Maria. Und nennt ihn nicht Gott. Also ich habe echt viel überlegt über die Sache. Eigentlich beschreibt es ja, dass es Gott ist. Ich bin Muslim. Es beschreibt, dass es Gott ist. Aber ich verstehe daraus, dass Isa a.s. auf der Erde, also Jesus auf der Erde in Menschform, also als Fleisch, Mensch war. Was er im Himmelreich ist, ist was anderes, weil Allah sagt, nennt ihn nicht Gott. Er sagt, er könnte ja auch da reinschreiben in den Koran, er ist nicht Gott. Verstehst du, was ich meine? Er sagt, er hat den Geist Gottes, er ist das Wort Gottes. Okay, das heißt, warte mal kurz, das heißt, du bestätigst, dass Jesus auch laut Koran Gott ist, der Mensch wurde, ja? Ich bestätige, dass er ein Mensch ist auf Erde und im Himmelreich ist es sehr gut möglich, dass er Gott ist. Okay, danke schön. Sehr, sehr ehrlich. Danke. Ja. Danke. Das ist sehr ehrlich von dir, danke. Ja, ich will mich halt da nicht natürlich als Muslim nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass er Gott ist. Aber ich finde halt, wenn ich mir nur diesen Satz gebe, das sagt einfach, dass er hier auf der Erde als Fleisch Mensch war und im Himmelreich alles kann alles möglich sein. Also kann auch Gott sein. Danke. Wird nicht aus. Danke. Du bist der Erste, der das ausspricht. Ich finde das ehrlich, wirklich. Bombe, wow. Genau, durch diese Sure, durch diese Aussage im Islam, wo es heißt, dass Allah ein Geist von ihm ist, Bruder, seit 17 Jahren bin ich schon im Glauben. Ja. Durch diese Aussage bin ich zu Jesus gekommen, Bruder. Ob du mir glaubst oder nicht. Keiner muss die Frage beantworten, aus was besteht Allahs Geist? Wirklich nicht. Seit 17 Jahren keiner konnte richtig antworten. Und das zweite ist, warum wird Isa Geist Allahs betitelt? Warum haben die Jünger ihn so betitelt? Und warum? Und kein anderer. Gott segne euch, Geschwister. Ich wollte auch einmal was dazu sagen. Ja, gerne. Und zwar hat der Freund und Bruder in Adam hat ja gesagt, der Umut hat ja gerade gesagt und selber bestätigt, als Erster, wie der Flex auch gerade schon bestätigt hat, für mich auch als Erster, dass er auch Gott im Himmel sein kann. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, er kann Gott im Himmel sein, warum kann er dann nicht auch Gott auf der Erde sein, wenn es prophezeit worden ist? Eine Frage an Umut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist eine gute Frage. Ja, wir wissen ja, Gottes Eigenschaft ist, er ist allmächtig. Das heißt, wir dürfen ihn nicht begrenzen oder sagen, er kann etwas nicht. Wir wissen ja auch, dass Allah zum Beispiel ein Baum werden kann. Aber warum nicht Isa a.s., so wie ihr sagen würdet, ne? Warum nicht Jesus? Warum nicht Christus? Warum könnte das nicht? Soweit ich Gott weiß, sein? Hat er ja seine Herrlichkeit abgelassen. Mhm. Er hat sich ja selbst erniedrigt, genau. Genau. So steht es in Philippa. Deswegen würde ich sagen, dass er halt auf der Erde Mensch ist, nur weil er es selber
abgelassen hat. Also. Ja, wir Christen, nochmal vorweg, wir glauben auch, dass Jesus hundertprozentig ein Mensch war, aber auch, dass er hundertprozentig Gott war. Das ist der kleine, feine Unterschied, mein Freund. Also Johannes, du weißt ja, dass im Islam Johannes der Täufer ja auch ein Prophet ist, richtig, Umut? Mhm. Zakaria. Ja, ja, wusstest ja. du, dass laut islamischen Quellen gibt es, und das ist von Imam Bukhari, dass Imam Bukhari das nicht mal aufgenommen hat, aber es ist Sahih, ich kann dir das sogar vorlesen, als Johannes, Elisabeth und Maria sich getroffen haben. Johannes war im Bauch und Isa war auch im Bauch. Johannes der Täufer, heißt es von Gelehrten, dass Johannes der Täufer im Bauch sich vor sein Angesicht vor Isa sich hingekniet hat, als Baby schon. Okay. Und laut okay. Mohammed gibt es einen Hadith, da war ein Muslim, der wollte sich vor Mohammed niederbeugen. Ja, also der hat sich unterworfen und Mohammed hat gesagt, nein, ich bin nur ein Prophet, nur bei Allah kannst du dich unterwerfen. Aber Johannes der Täufer, kennst du diese Hadith, ja? Ja. Ja, und Johannes der Täufer im islamischen Quellen hat sich im Bauch, hat sich untergeworfen vor Isa. Ja. So, und das auch danach wurde sich vor Isa hat man sich ja auch danach auch mal also hingekniet, sage ich mal, angebetet oder so. Und er hat da auch nicht gesagt, steh auf oder sowas. Genau. Ich glaube, das ist auch biblische Quellen. Ja, ich sag mal so, auch diese ganzen Sachen mit Bukhari und so. Also ich habe wirklich lange versucht, mich an den Hadithen auch festzuhalten, weil das ist die Sunna. Aber als Muslim kommt man nicht drumrum, die Hadithe wegzulassen. Weil sonst geht man mit der Religion eigentlich unter, kann man sagen. Ja, ja, das stimmt. Man genau. muss die weglassen. Die andere Frage ist natürlich, der Koran heißt ja, wurde ja beschützt von Allah, dass da halt nichts verfälscht wird, etc. Darf ich kurz was sagen? Die Hadithe sind ja nicht beschützt, sage ich mal. Und ja. Vielleicht war dort der Teufel im Spiel, weiß ich nicht. Aber wenn man die Hadithe wirklich annimmt, komplett, die sahih sind, dann hat man echt ein großes Problem, weil da gibt es so viele Sachen, womit man halt... Echt danke, Umut, wirklich. Bei allen, ich respektiere dich zu mehr als alle anderen Muslime. Warum? Du hast hier gerade die Wahrheit ausgesprochen. Du hast gerade eben die Wahrheit gesagt. Leute, das ist der Wahnsinn. Der Kerl ist ehrlich. Der Kerl ist mega ehrlich, Leute. Wirklich, da muss man dem wirklich halt einen Daumen nach oben geben. Er ist ehrlich. Das stimmt. Ja, das der muss ich ehrlichste auch bestätigen. Moslem, der ehrlichste Moslem, den ich je hier im TikTok gesehen habe. Unglaublich. Der verleugnet ehrlich. Das. Er sagt die Wahrheit, Leute. Ja, darf ich noch was dazu tun, einmal? Ja. Wir wissen doch, dass Umut glaubt auch, dass wenn Jesus zum Beispiel im Himmel auch, kann er auch Gott sein, sagen wir mal jetzt. Wir wissen aber auch, dass im Koran steht, dass Jesus nicht gestorben ist. Er jetzt gerade lebt im Himmel. Ne? Mhm, und wir wissen aber auch, dass Mohammed tot ist. Alle Propheten tot sind, alle Menschen, die vor ihm und nach ihm sogar gelebt haben, die dann gestorben sind, tot sind. Er sagt ja nicht umsonst, ich bin der Erste und der Letzte. Siehe, ich war tot und ich lebe doch. Darauf geht er ja ein. Deswegen ist er der Ewige. Und deswegen sagen wir Christen auch, dass Jesus Gott ist. Weil kein anderer Mensch selber könnte das von sich aus sagen. Und dann noch was. Wir wissen ja, Mohammed sollte der beste Mensch gewesen sein und alles, hat einen besseren Ruf sogar als Jesus. Obwohl, was macht einen Gläubigen aus? Dass er nicht sündigt. Und wer war besser als Jesus? Ja, wenn du Jesus als Mensch betitelst, dann, dann wird es kritisch natürlich als einen Menschen, der keine Sünden begangen hat, zu sagen, dass Mohammed besser war, ist sehr schwer. Ja. Aber wenn man jetzt Jesus nicht als Menschen betitelt, dann fällt er ja von der Kategorie eh weg. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Vielleicht ist aber das die Bibel zum Beispiel sagt, es gibt nicht einen, der nicht gesündigt hat. Ne? Ja. Und also deswegen, wenn wir auf Jesus Christus schauen, der 100% Mensch und auch 100% Gott war, nach christlicher Theologie, so steht es in der Bibel, er hat es halt als einzigster geschafft. Jetzt meine Frage, nur ganz kurz. Ja. Meine Frage ist,
Wenn Mohammed größer ist als Jesus Christus, laut dem Koran, wie kann das sein, dass er wiederkommen wird und seine Stimme hervorgehen wird und alle Toten werden auferstehen? Wie also kann das sein, dass er bis zum letzten Tag oben bei Gott ist sozusagen, beim Vater, nach unserem Verständnis? Er kommt ja auch wieder, ne, nach unserem Verständnis. Aber bei uns ist, er wird dann seinen Thron hier aufbauen. Und wird 1000 Jahre herrschen und wird den Satan in Feuersee werfen und wird richten. Also so. Ich sag mal so, ich kenne, wie gesagt, keine Quelle, die besagt, dass Mohammed der beste Mensch ist, der auf der Erde jemals gelebt hat. Aber sollte es dennoch so etwas geben, dann ist es wahrscheinlich deshalb, weil Jesus nicht Mensch ist. Ja, aber guck mal, wir müssen ja ehrlich sein, Bruder, und du bist ja auch ehrlich. Und du musst ja sagen, guck mal, im Koran steht drin, dass Jesus nur ein Gesandter war, nicht mehr. Ne? Ja. Im Koran steht aber auch, dass Mohammed der beste Mensch war, der je gelebt hat. Jetzt frage ich dich, mein Bruder, wie kann das sein, dass einer besser ist als Mohammed? Ne? Und beide werden von dem Buch, an das du glaubst, als Menschen betitelt, aber merkst du nicht, dass das ein Widerspruch ist, mein Bruder? Steht das im Koran, dass Mohammed der beste Mensch ist? Weil ich kenne die Quelle nicht. Also ich habe das noch nie gelesen, aber wenn ich jeden Muslim frage hier draußen in meiner Umgebung, ich wohne in Hamburg, Bruder, hier sind 90% Muslime, würde ich behaupten, jeder sagt mir, dass es da steht. Ja, mir wurde das auch von klein auf so gesagt, aber ich habe nie so etwas gefunden. Ne? Nein, so eine Sure existiert nicht, aber Umut, ich habe nur eine Frage, dann gehe ich kurz raus, dann... Ja. Ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Isa im Koran gekreuzigt worden ist, so wie die Bibel das sagt? Also die Sure, die im Koran wieder drin steht, da habe ich, glaube ich, mit Flex mal auch geschrieben gehabt, nur kurz, aber das war nur Schreiben in meinen Kommentaren. Da steht ja auch, es erschien ihnen so. So, jetzt kann man jetzt überlegen, es erschien ja wirklich jedem so, dass Jesus dort gestorben ist. Okay. Ja. Nach 3 Tagen wieder gekommen. Ja, ja, ich spreche nicht über Sura 4, Vers 157, sondern ich spreche jetzt, ich wollte 2 Suren erwähnen, eigentlich 3, die dann darauf hindeuten, also das ist für mich klar. Ja, weil guck mal, in Sura 19, Vers 31 heißt es, und er hat mich gesegnet, wo immer ich bin, und hat mir Gebet und nächsten Leben befindet, das ist solange grad so los. Ich lebe. Solange ich lebe, ist der letzte Satz von Isa. So, das ist ein großes Problem, weil einige Muslime behaupten, dass solange ich lebe, sagt er damit, das bezieht sich auf jüngsten Tag, wenn er mit Mahdi kommt. Da wird er ja quasi die Juden und Christen abschlachten und dann wird er sterben und wieder auferwecken, richtig? Richtig. Okay, jetzt pass mal auf. Vor allem Juden und Christen. Merken wir uns mal den Satz. Und er hat mir Gebet, ja, Gebet und die Almosen, dass ich zahle, solange ich lebe. Du weißt doch, dass wenn Isa wiederkommt, dass am jüngsten Tag wird die Jizya abgeschafft, richtig? Die Zakat wird abgeschafft, alles wird abgeschafft, weil keiner wird das Geld mehr annehmen, richtig? Ja, da ist schon zu spät. Genau, aber hier heißt es aber in Sura 19, Vers 31, er hat mich gesehen, wo ich bin, und hat mir das Gebet und das Almosen zu geben, solange ich lebe. Das heißt, es kann gar nicht in der Zukunft sein, dass das stirbt, sondern er ist schon bereits gestorben. Weil nur in der Vergangenheit kannst du jemand Almosen geben und die Zakat bezahlen. Weil am jüngsten Tag wird das doch keiner mehr annehmen. Also macht diese Sura doch gar keinen Sinn, dass man sagt, diese Sura heißt am jüngsten Tag. Nein, das heißt, solange ich lebe, muss ich Geld zahlen, die Almosensteuer zahlen und die Zakat bezahlen. Ja, okay, also die Frage ist dann, wie ich verstehe, ob der Koran bestätigt den Tod von Jesus, ne? Das meinst du, dass er ja eigentlich nicht gestorben ist. Dieser sagt selber, solange ich lebe, muss ich dir einen Jesus zahlen. So 19, Vers 31. So, und das ist ein deutlicher Hinweis. Kannst du bitte dein Mikrofon ausmachen? Ja, aus seinem Mund. So, erstmal das. Und das zweite ist, in Sura 3, Vers 144, da heißt es ja, gibt es verschiedene Übersetzungen. Und auf Arabisch steht alle. Guck mal, ich nehme jetzt von Shakir, Shir Ali, Mohammed Rasul, Ibn Rasul, ich nehme jetzt die ganz verschiedenen Übersetzungen. Mhm. Die Apostel sind
bereits vor ihm verstorben. Wahrlich, alle Boten sind vor ihm gestorben. Die Boten sind vor ihm gestorben. Boten sind vor ihm quasi, ich habe jetzt verschiedene Übersetzungen jetzt aufgezählt. Und alle sagen dasselbe, wie das arabische Begriff das auch sagt. Alle Al-Rasul, ja, genau übersetzt, die Aposteln sind schon vor Mohammed schon alle gestorben. Vor Mohammed. Richtig. Vor Mohammed sind alle Propheten gestorben. Und wir wissen doch, dass Isa ja laut Koran, Surah 4, Vers 157, ist ja nur ein Gesandter. Aber warum sagt Allah in Surah 3, Vers 144 bezüglich zu Mohammed, O Mohammed, vor dir sind alle Boten gestorben. Ja. Surah 19. Elijah? Ja? Du kannst gleich weiterreden, Bruderherz. Leute, wenn möglich, bitte holt den Hamdi her. Tut mal bei Hamdi klopfen, da soll hier herkommen. Okay, jetzt Elijah, sorry. Genau, erstmal erst haben wir hier Surah 19, Vers 31. Haben wir einen deutlichen Hinweis, dass Isa selber sagt, ich werde sterben. Nicht in der Zukunft, sondern er sagt das ja, weil in der Zukunft wird keiner mehr das Geld annehmen. Also muss er schon bereits gestorben sein, dass die Menschen das Geld annehmen, also das Almosen und Zakat. Genau. Erstmal das. Darf ich auch was dazu sagen, Bruder? Ja, ja, ja. Kannst du dazu was sagen? Al-Imran, also Sure 3, Vers 55, da steht das Wort Mutawafik. Also das bedeutet sterben lassen. Und die deutsche Übersetzung sagt hier, O Jesus, wahrlich ich bin es, der dich sterben lassen wird und dich zu mir in meine Gegenwart erheben wird und der dich von den Leugnern reinwaschen wird. Also die erste, das ist die Reihenfolge. Als erstes sterben, natürlich sterben am Kreuz, danach auferwecken und lebendig oben bei Gott. Emporheben. So wie es in der Bibel heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt er. Er sitzt zu Rechten des Vaters im Himmel. Aber haben wir dann eigentlich eine Gemeinsamkeit mit der Bibel? Was diesen Vers anbetrifft, würde ich ja sagen. Aber was viele andere Verse anbetrifft, wo es heißt klar und deutlich, dass Jesus nicht, also dass da wird ja sogar, Allah fragt sogar Jesus selber, oh Isa, hast du gesagt, dass du Gott bist oder irgendwie so, tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch sage. Aber dann sagt Jesus, dass er das nicht getan hat oder so, angeblich genau. Da. Surah 3, Vers 55 ist auf Arabisch inna mutafika, das bedeutet zu sich nehmen, ja, also die Seele aus dem Körper. Genau. Und Surah 5, Vers 117 gibt das nochmal ein klarer, deutlicher Beweis. Da geht zum Beispiel von Ibn Kathir, er sagt in Surah 5, Vers 117, ich zitiere den Koran, ich habe nie zu ihm gesagt, außer der mir geboten hat zu sagen, verbiete Gott meinen Herrn und deinem Herrn. Und ich war ein Zeuge über sie, während ich unter ihnen wohnte, als sie mich aufnahm. Tauchayatina, warst du der Bote über sie. Dann sagt Ibn Kathir in sein Lexikon, der Satz, ich werde dich nehmen und von dich genommen hast, sind Formen des arabischen Wort Mirtuhfa. Der Begriff wird fast immer im Koran verwendet, um jemanden zu implizieren, der beim Tod genommen wird. Und das gleiche Wort inna mutafika bedeutet, die Seele aus dem Körper zu nehmen und es bedeutet der Tod, sagt Ibn Kathir. Ja, ja. Also das ist so klar und deutlich. Der nimmt den Bezug auf Surah 5, Vers 117 und sagt, dass es das gleiche ist wie in Surah 3, Vers 55. Also wir sehen... Ja, darf ich kurz was sagen? Ja. Ganz kurz. Guck mal, Bruderherz, Umut, und zwar gibt es hier noch eine andere Sache, die habe ich erst heute erfahren, ja, von Elijah, glaube ich. Elijah, glaube ich, hat es uns gesagt, oder ich glaube jemand anders. Wie auch immer es sei. Zum Beispiel Sahih al-Bukhari 6307, okay? Hier geht es um Forgiveness, ja, also hier geht es um Mohammed, okay? Hier, guck mal, ich lese es dir mal vor. I heard Allah's messenger, Muhammad, saying, by Allah, I asked for forgiveness from Allah and turned to him in repentance more than 70 times a day. So, das heißt also, wenn du um Vergebung bittest, 70 Mal am Tag. Was heißt das für dich? Das heißt also, dass der Prophet
so oft gesündigt hat, dass er bei Gott immer um Vergebung gebittet hat. Richtig oder falsch? Das zeigt, dass er ein Sündiger ist, auf jeden Fall. Das meine ich ja. Ja, also wie oft. Das heißt also, er war ein Sünder. Ja, ob er war nicht mehr als. Ja, ich würde gerne antworten. Also ob er jetzt 70 Mal gesündigt hat und jedes Mal um Vergebung gebittet hat, das glaube ich jetzt nicht. Aber dass er ein Sündiger war, wie wir Menschen, wie wir alle und wie wir auch um Vergebung bitten, hat er auch um Vergebung gebittet. Kleinen Moment, ich werde darauf auf jeden Fall eine Antwort geben. Ich muss nur geschwind kurz was machen. Bin gleich wieder zurück. Und das ist, also ich kann es natürlich zig Suren beweisen, dass Mohammed ein Sünder war, aber das ist jetzt nicht für mich so das Thema, sondern ja. Darum, es gibt ja auch Hadithen, dass Mohammed Sachen gesagt hat, die sich auch in der Bibel auch befinden. Beispielsweise, da hat er ja gesagt, er erzählt von Ibn Masud, als ich den Propheten über den Propheten sprechen sehen würde, dessen Nation ihn geschlagen, sein Volk hat ihn geschlagen und hat ihn bluten lassen, während er das Blut von seinem Gesicht säuberte und sagte, O Allah, vergib meinen Volk, die wissen nicht, was sie tun. Bukhari, Band 4, 6, 8, 3. Lukas 23, Vers 32, Vers 34, da heißt es, und sie kreuzigten ihn und die Verbrecher, eine rechts und andere linke. Dann sagt es, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Also wir sehen, dass er die gleiche Wortwahl benutzt hat, ja, dass man das ja auch gesagt hat. Und das Krasse ist ja noch. Lass uns, Leute, lass uns. Ja, bitte. Also ich werde in 5 Minuten rausgehen. Ja. Nicht 5 Minuten, 15 Minuten werde ich rausgehen. Und ja, so lange habt ihr noch. Ja. Und es wäre gut, wenn ihr auch über Jesus reden würdet. Danke. Genau. Ja. Genau. Und deswegen kann ich dir wirklich empfehlen, einfach mal die 4 Evangelien zu lesen. Ja. Was also hat du meinst so Copy-Paste-mäßig von Jesus Sachen so übernommen. Wie meinst du das? Weil du jetzt gesagt hast, er hat die gleichen Worte benutzt. Genau, richtig. Ja. Also Mohammed hat gesagt, er hat das gehört. Also ich sag mal so, ich versuche ja sowieso die Religionen, die wir haben, also die 3 Hauptreligionen, dass wir die als einzige versuchen, das zu machen, sozusagen. Und ich sehe halt hier viele, die die Bibel angreifen, auch viele, die den Koran angreifen, die Hadith angreifen. Ich versuche halt wirklich, einen Zusammenhalt dazu finden, dass man halt alle einen Weg geht und da muss man halt die Hadithe weglassen. Wenn ich die Hadithe nicht weglasse, dann kommen wir nicht zusammen. Aber vielleicht nur mit dem Koran und mit dem richtigen Verständnis könnte man sich auch mit der Bibel zusammen, also quasi, dass man halt nicht weit entfernt ist voneinander. Genau, ich verstehe dich. Ja. Ich habe vielleicht noch eine ganz kleine Sache und danach würde ich vorschlagen, machen wir restliche Zeit nur noch über Jesus. Und zwar habt ihr auch davor gesprochen davon, dass vom Geist und von den Engeln, ne? Und dann habe ich eine Sure im Koran, in Sure 70, Vers 4, steht, die Engel und der Geist steigen auf zu ihm, also gemeint ist zu Allah, in einem Tage, was 50.000 eurer Jahre entspricht. Also das dauert einen Tag, was bei uns 50.000 Jahre entspricht, genau. Und dann werden hier auch die Engel und der Geist werden auch unterschieden. Das heißt, der Geist, der Maria verheißen hat, dass sie, genau, der auf ihr war sozusagen, der den Sohn Gottes nach unserem Verständnis her gezeugt hat, der, genau, dieser Geist ist ganz jemand anderes und kann gar nicht der Engel Gabriel sein, weil sie werden unterschieden in Koran Sure 70, Vers 4. Und dann heißt es noch, also wenn die Engel der Geist sind, wieso sagt Allah dann, das ist die Frage, dass die Engel und der Geist zu ihm aufsteigen, ne? Also sie werden ja unterschieden. Ja. Und Koran Sure 78, ich rede jetzt nur vom Koran, weil du beziehst dich ja auf den Koran, Koran Sure 78, Vers 83 sagt, an jenem Tag, dem jüngsten Tag ist gemeint, da der Geist und die Engel
Ne, hier werden die auch wieder unterschieden. Jeweils in Reihen stehen, da wird niemand von ihnen sprechen dürfen, außer der, dem Allah, der Gnadenreichste, es befiehlt. Und dieser wird nur das Rechte sagen. Schon wieder, weißt du? Schon wieder wird das hier unterschieden. Also der Geist und die Engel. Ja. Eine andere Sache, die ich noch kurz hinzufügen möchte. Umut, du wirst auch sehr, sehr oft hören, dass die Bibel quasi verfälscht ist oder dass sie quasi sehr viele Widersprüche hat. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit jemandem gehabt, wo er mir gesagt hat, hey, guck mal, der König Aisia war da 24 und hier war er 42. Ja, wie alt war der denn jetzt? Guck mal, das ist ein Widerspruch. Und dann habe ich gesagt, halt, lies doch erstmal den Vers. Er war 24, hat für ein paar Jahre regiert, okay? Und mit 42 hat er nur ein Jahr lang regiert. So, wo ist da der Widerspruch? Okay, ja, okay. Und er hat dann diese Person so lange drumrum gemacht und wollte da freestylen, aber es gibt nichts zu freestylen, denn ich habe es ihm vorgelesen und habe ihm gesagt, hey, wenn ein König 24 Jahre alt ist, okay, ein paar Jahre regiert und dann mit 42 ein Jahr lang regiert, ja, wie es da drinnen steht, wo ist da der Widerspruch? Ja, also weißt du, was ich meine, Umut? Ich weiß, da ist auch kein Widerspruch, das ist logischer Menschenverstand. Aber genau. Ich weiß auch nicht, wieso man, also okay, ihr greift natürlich auch den Koran an und die Hadithe und so weiter. Es gibt auch viele, die Bibel inzwischen angreifen. Also das hat sich wirklich so zu einem, keine Ahnung, auf TikTok gebracht, so, dass man die Bücher angreift. Ich meine, ja. Jeder Muslim, jetzt gehen wir mal davon aus, die christliche Seite glaubt nicht an den Koran, okay. Aber der Muslim muss an die Bibel glauben. Also ein Muslim kann sich es nicht leisten, die Bibel anzugreifen. Normalerweise. Normalerweise, ja. Ja, und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Ich kenne zwar ein paar Suren aus dem Koran, aber da, was ich dort lese, das sind halt immer so Sachen, was man rausinterpretiert und nicht die Schrift. Also nicht die Schrift ist verfälscht, sondern das, was die Leute sich da rauslesen, sind halt, sage ich mal, falsche Sachen, oder? Genau. Ja. Also der Koran sagt nirgends so, dass die Tora und das Injil verfälscht ist. Es gibt einige Juden, gibt, die das da runterbringen, aber nicht an sich die Schrift. Ja, die Schrift. Genau. Kann, die Wahrheit, kannst du bitte stummen, Bruder? Bei dir hört man alles im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum. Okay, sorry. Kein Problem, Bruder. Eine andere Frage. Ich habe. Ja, also ich hab zwar aus dem Koran jetzt nicht, wie gesagt, etwas gefunden, dass die Schrift verfälscht sein soll, aber man sieht das halt auch im Internet irgendwie bei verschiedenen Stellen. Ich weiß halt nicht, wie weit das stimmt natürlich, dass die Bibel verfälscht ist. Ich habe auch gemerkt, irgendwie vielleicht in der Übersetzung meinen sie das immer, dass da was Neues rauskommt. Guck mal, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe immer zu den Muslimen dann gesagt, okay, beweist mir, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Beweist mir es. Ja, aber bis dato, bis heute hat mir keiner irgendwie einen Beweis hingestellt oder gesagt, hey, da schreibt einer eiskalt, Umut, du bist ein Heuchler, Mann. Alles klar. Ja, der Heuchler bist eher du, Mr. Unknown, nicht Umut. Umut genau. Spricht die Wahrheit. Ja. Ist. Bruder, guck mal, ich habe mal zusammengezählt, ja. Es gibt 164 Verse alleine nur der Dschihad auszuführen. Du wirst keinen einzige Aussage finden, dass Jesus Christus seine Jünger befohlen hat, jemanden zu töten oder zu kreuzigen. Wirst du nirgendwo finden. Ich habe wirklich 164 Suren, die ich euch jetzt sofort alles schicken kann und aufsagen kann. Elijah, wie lange bleibst du noch on? Ich bin in 2 Minuten wieder offline, Bruder. Oh, okay. Ich lass dir mal ein Like da. Genau, schreib mich mal privat, wenn du magst, oder schick mir einfach deine Mailadresse. Ich folge dir einfach zurück jetzt. Ich folge dir einfach. Also, und das ist ja das größte, das ist ja das riesige Problem dahinter, ja. Der Islam an sich besteht nur, wenn die Scharia in der ganzen Welt etabliert worden ist. Das heißt, bis dahin ist es ein Kriegszustand. Weil Allah sagt in Sura 5, Vers 44, wenn du nicht mit dem richtest, was Allah herabgesandt hat, so bist du ein Frevler. Deswegen gibt es so viele Gruppierungen im Islam, die den Koran rezitieren und Menschen köpfen. Beispielsweise, wir haben Taliban, wir haben ISIS,
man kann nicht sagen, ja, die haben den Islam falsch verstanden oder da sind keine Muslime. Also ich kann es mal so sagen, es gibt ja verschiedene Muslime, aber die Muslime, die wirklich gläubig sind, fünfmal am Tag ihr Gebet machen und ihr Fasten und alles drum und dran, diese Leute nehmen auch das deutsche Gesetz nicht wahr, sage ich mal. Richtig, genau. Weil dieses Gesetz ist nicht unser Gesetz. Genau. Ja. Das Gesetz Gottes zählt. So. Und das natürlich auch in der Türkei kenne ich auch, gibt es auch so viele Leute und die kommen halt alle in den Knast und so. Deswegen kann halt keiner seinen Mund so wirklich aufmachen. Richtig. Und ganz kurz an die Leute, ich will einen kleinen Shoutout machen. Bitte alle Elijah, bitte einmal folgen, Leute, der Typ. Ja, der ist wirklich Bombe. Ist krass, was der für Wissen hat, das ist unglaublich. Danke, danke. Ne, da lernt man immer wieder was Neues, ey, Leute, das ist krass. Alles gut, Bruder, der Mensa, der macht seine Arbeit super. Guck mal, wichtig ist nur, dass ihr immer eine Sache versteht, weil ich hatte ja, wo ich zum Glauben gekommen bin, weil ich zum ersten Mal über Jesus gehört habe, ich habe 3 Jahre gebraucht. Und weißt du, wie das war? Ich erzähle euch nur kurz und dann bin ich fertig. Ja, ja, alles gut, mit, Bruder. Mit 15 saß ich im Jugendknast. Guck mal. Ich kam aus dem Gefängnis raus. Und davor aber habe ich einen Busfahrer kennengelernt. Ja, ich war der einzige Fahrgast. Da war ich 14. Guck mal, mit 14 Jahren, jetzt bin ich fast 34. Und vor uns war ein Unfall. Und ich war der einzige Fahrgast drin. Und irgendwann mal kam er zu mir, weil wir standen stundenlang im Stau. Er meint zu mir, ja, wie kommst du jetzt nach Hause? Da war ganz, ganz, ganz lieb. Ja, und so habe ich ihn immer kennengelernt und ich lebte damals in einem kleinen Dörflein und da war dort quasi der Busfahrer und jedes Mal sah ich den und irgendwann mal sprach er mich über Glauben, über Jesus und ich über Islam. Jedes Mal, als ich ihn sah, hatte ich so eine Abneigung gehabt. Ich so, oh nee, aus Respekt bin ich trotzdem nach vorne geblieben, weil er ist älter und sowas. Ich wollte nicht unhöflich sein. Irgendwann mal hatte mir dann ein neues Testament gegeben. Ich habe 3 Jahre gebraucht. Ein Jahr später kam ich aus dem Haft raus und ich habe davor gesagt, ja, der Islam ist gut, ich habe mit meiner Mama immer gebetet und dies und das und bla bla bla. Ich habe damals viel Kampfsport gemacht. Bruder, ich habe mich geschämt. Ich bin rausgekommen und er sagte zu mir, wo warst du? Ja, ich war in Urlaub. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, er hat das bemerkt. Einen Satz hat er gesagt. Und gibt der Islam dir Halt oder Unfrieden? Bruder, das hat in meinem Herzen sowas von kaputt gemacht, dass ich ihm dann am Ende gesagt, komm, gib mir mal bitte die Bibel. Ja. Ein Monat davor, Bruder, jetzt, als ich im Jugendknast war, ist meine Mutter verstorben, Bruder. Ja? Meine Mutter ist verstorben, als ich im Gefängnis war. Erst dann habe ich das erfahren. Ja? Und ich war sowieso schon so zerbrochen, habe ich gesagt, komm, gib mir mal bitte dieses Neue Testament. Ich habe nur die Worte von Jesus gelesen. Ich war ganz alleine in meinem Zimmer, Bruder. Nur ganz alleine, ganz jung. Ja, ich habe nur die Worte von Jesus gelesen, was er gesagt und getan hat. Bruder, ich habe angefangen zu weinen. Ich bin auf den Knie gegangen. Wow. Ich habe nicht verstanden, wie kann Jesus sonst sein. Das war mir alles egal in dem Moment. Ich spürte nur seine Gegenwart, seinen Frieden. Allein diese Worte, Bruder. Leute. Ich habe gesagt, was sind das für Worte? Wow. Sind die, die euch fluchen? Kommt alle zum Gemüse. Bruder, das habe ich nirgendwo gefunden im Koran. Nirgendwo. Bruder, das hat mich so frei gemacht. Und da, seitdem habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ja. Und er hat mir, der ist immer noch mein geistlicher Vater. Aber ihr müsst eine Sache verstehen. Der ist Katholik, Bruder. Ich bin evangelisch geblieben. Ja. Mhm. So, und ich habe die Bibel gelesen, 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 hat mir immer geholfen und alles Mögliche, Bruder, weißt du? Und Leute, hier, alle den Elijah folgen, wirklich, alle mal, einfach liken, folgen, Leute, ihr müsst ihn folgen. Let's go, Leute. Also, weißt du, ne, und deswegen, Umut, ich rate jeden Muslim, es ist schwierig, die Bibel in der Hand zu nehmen und wirklich zu lesen. Ich verstehe das alles. Ich kann es nachvollziehen, wirklich. Ich hatte auch diese Abneigung. 3 Jahre lang habe ich nur gehört, da rein, da raus. Aber irgendwann mal hat mich Gott gebrochen. Ja. Hat mich Gott gebrochen. Ich komme frisch aus dem Haft und ich dachte, oh, für mich war das wie so eine andere Welt. Boah, komisch, dass es sich für mich so wie... Für mich war es ein Wunder, dass ich im Bus saß. Ich war sowieso schon zerbrochen. Und dann sagt er zu mir... Du merkst, dass der Islam dir keinen Halt gibt. Ich dachte, ja, also krass. Stark auf jeden Fall. Ich kann halt dazu nur auch dazu sagen, bei mir ist es so, dass ich, also mein Lieblingsprophet, die,
ist Jesus. Also das sage ich jedes Mal, auch wenn ich Muslim bin. Ich sehe ihn ja, Hazrat Isa. Sperrt mal bitte diesen Edgar Lewis, Leute. Irgendein Modi, der da ist, sperrt mal den Edgar Lewis. Wir wollen hier keine aggressiven Menschen schon wieder haben. Ich sehe ja Isa alaihi salam, also Jesus, als Propheten, also hier auf der Erde. Und er ist auch mein Lieblingsprophet und mein Vorbild, sage ich mal. Auch wenn mir das Buch sagt, dass das beste Vorbild der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist. Man muss sich halt auch gefühlstechnisch, sage ich mal, man lebt hier auf dieser Erde, man sieht diese ganzen Sachen, und wenn man in der Bibel auch sieht, wie Jesus mit bestimmten Situationen, wie er umgegangen ist, was er gesagt hat, was er gemacht hat, ich kenne ja auch die Bibel natürlich nicht komplett, aber ich habe da auch viele Verse gelesen, und das ist so der Grund, wieso man überhaupt am, also für mich, wieso ich am Glauben so noch festbleibe, auch wenn ich Muslim bin, dass ich halt mehr lese und recherchiere und versuche, korrekt zu leben, ist halt eigentlich der Grund, weil wenn ich nur beim Koran geblieben wäre und nur diese Hadithe und diese ganzen Sachen nehmen würde, ich glaube, ich würde mich komplett entfernen und irgendwie zum Atheist werden oder irgendwie sowas werden. Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes, mein Lieber. Ich empfehle dir nur, einfach die Evangelien, ohne diese Gedanken zu haben, wie kann Gott einen Sohn haben, die Trinität, lass das erstmal beiseite. Da sage ich jedem Muslim, versteht, was Jesus gesagt und getan hat für dich. Amen. Dann wirst du alles in deinem Herzen empfangen bekommen, glaube mir. Bei mir war das genau so, genau derselbe Fall. Ich habe auch immer so, irgendwo war ich hin und her. Aber seine Worte, seine Botschaft muss ich erstmal verstehen. Ich kann nicht nur einen Vers lesen und dann sagen, nee, ich verstehe das. Nein, nein. Lies seine Worte, und ich wette mit dir jetzt, bei meiner Seele, du wirst nichts Negatives finden, was Jesus schlecht gesagt hat. Gibt Danke. Dir. Nirgendwo. Darf Danke. Hallo? Hörst du mich? Ja, ja, rede, rede. Bruder, mein Freund Umut, ich würde dir wirklich ans Herz legen, weil du bist echt eine ehrliche Person, eine ehrliche Seele. Ja. Und das schätze ich sehr an dir. Ich würde dir echt ans Herz legen, das Johannesevangelium mehrmals zu lesen und zu versuchen, zu verstehen, wer wirklich Jesus ist. Was ist das? Vorgefallen oder irgendwas? Wow, ich weiß nicht, was das war. Ich hoffe, du hast mich verstanden. Also ich würde dir echt ans Herz legen, Umut, du kommst auch aus der gleichen Stadt wie ich. Falls du mal ein persönliches Gespräch haben willst, Umut, wir können uns gerne persönlich treffen. Lies das Johannesevangelium. Wenn du eine Bibel brauchst, schreib mir. Ich würde dir echt ans Herz legen, dass du den Herrn Jesus sein Leben studierst, weil er befreit. Er ist wirklich die Freiheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Das darf man nicht vergessen. Und der Galaterbrief lehrt uns auch, dass egal wer, auch ein Engel vom Himmel, ein falsches Evangelium predigt, dass der verflucht sei. Und wir müssen ehrlich sein, dass 580 Jahre, 600 Jahre nach der Bibel auf einmal ein Koran kam, der die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus leugnet. Und die letzten Worte der Bibel sind ganz klar, dass wer was hinzufügt zu der Bibel oder was wegnimmt, dem werden die Plagen oder der Name aus dem Buch des Lebens genommen. Genau. Man muss wirklich vorsichtig sein, und Fakt ist, nicht mal der Koran kann belegen, dass Jesus Christus nicht der bessere Mensch war zwischen Mohammed und Jesus. Also das ist ja genau, Bruder. Und, das ist eigentlich schon sehr ausschlaggebend. Ja. Und dann bin ich fertig. Sehr, sehr ausschlaggebend. Es ist nur ein letzter Satz. Also noch die Idee und danach, ich denke, es ist ein guter Punkt, um genau, Schluss zu machen. Genau. Also, ihr könnt gerne alle prüfen. Arben Gashi. Er kam in, das ist einer aus meiner Familie. Der war ein bekannter Thai-Boxer. Er ist als Muslim geboren wie ich. Und er kam dann durch Lies Verlag, kam er dann näher zum Islam. Hat das komplett praktiziert. Genau in die, so, ich war schon vorher Christ, aber er hat sich damit immer beschäftigt. Dann irgendwann mal mit dem Mund. Ich habe ihn immer wieder erzählt, darin, daraus. Dann kam er durch diesen Lies Verlag, 2012. Hat den Islam ernst genommen, hat ja diesen ernst genommen, alles ernst genommen. Ja, und dann, jetzt guck mal, wenn ich das erzähle, das bricht mir das Herz, weil er ist einer aus meiner Familie. Im Jahr 2014 hat er seinen Sport aufgegeben, hat seine Frau mit seinen zwei Kindern fallen gelassen, im Stich gelassen, ging zum Islamischen Staat. Im Jahr 2015 ist er gestorben.
Oh, wow. Ich nehme die Bibel wortwörtlich und mein Herr hat mich verändert. Er hat den Koran wortwörtlich genommen, die Hadithen wortwörtlich genommen, ist jetzt in den Tod. Seine Frau und seine zwei Kinder wachsen ohne ihn. Und ich rate euch einfach, wenn Jesus Wort Beileid. Euer ganzes Leben wird in positiv verändert werden. Ihr werdet Frieden haben. Jemand, der euch flucht, aus deinem Mund wird kommen, Gott segne dich. Aber ich sage euch, wenn du den Islam wortwörtlich nimmst, dann wirst du eines Tages das erben, was er auch geerbt hat. Und ich rate euch einfach, haltet fern davon, dass ihr den Islam wortwörtlich nehmt. Es ist brandgefährlich. Ich sage euch das nur. So sieht's aus. Ich möchte auch mal noch mal kurz was dazu sagen. Wow, Leute, Applaus. Also auf jeden Fall noch mal, Leute, guck mal, es gibt ein Hadith. Ich glaube, das ist im Sahih Bukhari. Ja, da ging es um einen Krieg von Mohammed und seinen Sahaba, einer seiner Anhänger oder gemeinsam mit seinen ganzen Anhänger. Und einer davon kam zu Mohammed, ja, zu deren Prophet und meinte: Lieber Prophet, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich heute sterbe? Okay? Und wisst ihr, was Mohammed meinte? Mohammed meinte, du wirst ins Paradies kommen. Ja, und wisst ihr, was der Mann gemacht hat? Er hat daraufhin alles hingeschmissen und so lange gekämpft, bis er gestorben ist. Also genauso wie halt die Geschichte, die Elia gerade erzählt hat. Der Mann dachte, wenn er jetzt stirbt, wenn er im Krieg stirbt, dann kommt er direkt ins Paradies und war bereit, dafür zu sterben, hat das auch getan. Und nun vergleich das mal mit Jesus. Jesus, eine Nacht vor seiner Kreuzigung wurde er gefangen genommen von den Soldaten, von den römischen Soldaten. Und einer seiner Jünger wollte ihn verteidigen mit dem Schwert, hat sogar das Ohr eines Soldaten abgeschnitten, genau. Und daraufhin, Jesus Christus, der lebendige Gott, der Wahrhaftige, wisst ihr, was er gesagt hat? Er meinte, steck dein Schwert weg, denn wer mit dem Schwert lebt, wird auch dadurch umkommen. Und jetzt vergleich mal diese beiden Personen, okay? Und einen Tag später hat sich dieser Jesus geopfert. Er hat sich einfach so hingegeben. Einfach so hingegeben. Warum? Für uns. Damit wir durch unseren Glauben ewiges Leben haben. Und nicht nur das. Nicht nur das. Wenn du Jesus Christus annimmst, du hast eine Beziehung zu Gott. Und das ist genau das, was Elia meinte. Das, was er vorher nicht hatte, das hat er durch Jesus Christus empfangen. Das, was ihm der Koran nicht geben konnte, das hat er durch Jesus Christus empfangen. Deswegen, liebe Leute, bitte, 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 kehrt um und rennt weg von Islam, weil Islam erstens gibt euch keinen Frieden mit Gott, zweitens Islam gibt euch kein ewiges Leben, drittens Islam gibt euch keine Beziehung mit Gott. Die einzige Person, die euch all das geben kann, ist einzig und allein Jesus Christus. Okay, Leute, und ich weiß, ob ihr könnt gerne den Namen googeln. Ich weiß, ob Flex noch was sagen will oder ob die anderen was sagen wollen. Ich wollte nur einen letzten Satz sein, damit ihr seht, dass es aus meiner Familie kommt. Ihr könnt das einfach googeln. Da heißt Waldet Gashi. Gebt mal Waldet Gashi ein. Einfach nur dieser Name. Und dann okay, ich werde nach dem Namen auf jeden Fall googeln. Super, ja. Dann kannst ich würde dann jetzt noch mal kurz was zu der Community sagen. Ich bin raus. Ich würde gerne. Ja, alles Gute, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ich würde mit zwei Bibelversen kurz die Gottheit Jesu nochmal bestätigen für die Leute, die kommentieren, dass wo in der Bibel sagt Jesus, dass er Gott ist. Und ich möchte, dass du dann, wenn der Bruder Flex fertig ist, nochmal mit zwei Bibelversen bestätigen, wo Jesus wortwörtlich sagt, dass er Gott ist. Genau, ich gebe euch auch den Vortritt. Ich will mich auch nur einmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Danke, Bruder Mensa. Danke, Flex, Umut, Taki und alle, die ihr da wart. Elia Nathan ist nicht mehr da. Auch der Bruder hat sehr gut gesprochen. Ich wünsche der Community von Bruder Mensa auch alles, alle Gottes Segen. Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gottes Segen, Amen, Amen, Bruder. Frieden, Bruder. So, Flex, du bist dran. Oder soll ich es machen? Hallo, guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen, ja, guten Abend, ja. Was liegt dir auf dem Herzen, Janet? Bitte? Was liegt dir auf dem Herzen, Janet? Also, was ich auf dem Herzen habe, nein, ich bin Christin und ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott und auch an die Bibel. Ich habe aber nur eine Frage, wo es ein bisschen mit einigen oder auch mit dir vielleicht Unstimmigkeiten gibt, weil da steht, Jesus ist Gott.
Sagt mir bitte, wo das in der Bibel steht oder wann hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? Weil es ist ja im Namen des Vaters. Du brauchst gar nicht weiter zu reden, denn die Stelle habe ich auch direkt eingeblendet. Philippa Kapitel 2, Vers 5. Möchtest du denn für uns vorlesen? Okay, kannst du mir das vorlesen? Weil ich bin gerade nicht an der Bibel. Ich habe meine Bibel zwar hier liegen, aber ich habe es gerade nicht vor mir. Okay, kein Problem. Ich lese dir das vor und dann möchte ich, dass du mir sagst, was du darunter verstehst, ja? Okay. Okay, Moment. Oder du liest einfach vor. Ich blende das ein, dann kannst du ja gerne vorlesen. Danke. So. Falls es dann möglich ist, Bruder Mensa, ob ich auch noch was dazu sagen darf. Ja, klar. Ganz kurz bitte. Ja. So, Janet, kannst du bitte lesen? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußert sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Richtig? Was verstehst du darunter? Habe ich verstanden, da steht zum Beispiel, dass Jesus Gott ist. Aber das ist nur ein kleiner Vers. Wenn es zum Beispiel Dreifaltigkeiten gibt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es steht ja, Gott hat seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt, um für unsere Sünden zu sterben. Also er ist für unsere Sünden gekommen. Kannst du bitte auf die Stelle eingehen? Was verstehst du unter dieser Stelle bitte? Also ich sage, Gott ist nicht Jesus. Gott ist der Vater von Jesus. Janet, aber Gott ist Janet, nicht Jesus. Janet, okay. Was hast du gerade gelesen? Ich habe es gerade vorgelesen. Ja, natürlich. Aber in vielen Versen in der Bibel steht, ja, dass bitte, Gott, Janet, Gott ist Janet. Der Vater und Jesus ist sein Sohn. Okay, wie kann denn der Sohn der Vater sein? Ich lese Janet, die Bibel ausführlich. Janet, hörst du mir bitte zu kurz, bitte. Ja. Du sagst, da ist Jesus sein Sohn. Vom Gott. Okay, warte. Erstens, glaubst du, dass Jesus Gott ist, ja oder nein? Gott ist sein Vater und Jesus ist der Sohn, der für unsere Sünden gestorben ist. Okay, glaubst du, dass das? Und Gott ist oben im Himmel an seiner Seite. Er war schon immer da, er ist dort. Aber okay. Gott ist der Vater und Jesus ist sein Sohn. Okay, das heißt, du glaubst, dass Jesus schon immer da war, richtig? Der war schon immer da, genau. Okay, das heißt, was? Das heißt, er wurde nicht erschaffen? Ich denke, Gott hat einen Sohn, und das ist Jesus. Und Jesus hat ihn auf die Erde geschickt. Maria ist jungfräulich, hat ihn geboren als Menschen. Aber Jesus ist meiner Meinung nach nicht Gott. Er ist teilweise ein Gott, so wie Prinzessin vom König. Aber er regiert nur neben seinem Vater. Er führt alles aus, weil sein Vater ihm sagt. Ja, bitte, guck mal, geh bitte nur auf meine Frage ein. Glaubst du, dass Jesus schon seit der Ewigkeit existiert hat? Ja. Okay, das heißt, du glaubst, dass Jesus nicht erschaffen wurde? Jesus ist erschaffen durch Gott. Aber sein Sohn im Himmel. Dass er schon seit der Ewigkeit da war? Der war immer da. Gott hat ihn als seinen Sohn erschaffen. Genau. Hä? Wie soll er seit der Ewigkeit da sein, wenn der erschaffen wurde? Bruder Menzer, kann ich was dazu sagen? Ja, ich gebe auf. Klärt mich bitte auf, ich möchte es verstehen, bitte. Also, Moment. Schieß los, bitte. Oh Mann, Leute, ja, das ist doch nicht. Soll ich auf Flex warten oder soll ich kurz meinen Teil machen? Ja, okay, mach mal deinen Teil. Ich muss sowieso gleich raus. Ich muss sowieso gleich raus. Janet, oder? Bitte. Ist richtig? Mhm. Okay, in Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 30, lesen wir: Ich und der Vater sind eins, okay? Ja. Da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. So. Eins, richtig. Wenn wir in Johannes Evangelium Kapitel 12 gehen, und jetzt bitte ich, dass du mir wirklich gescheit zuhörst, okay? Und bitte versuch auch meine Frage ehrlich zu beantworten, okay? Ja, bitte. In Johannes Vers 12, Kapitel 12, Vers 44 und 45. Jetzt lese ich dir das mal vor, okay? Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wenn ich dich jetzt frage, liebe Janet,
Wenn ich dich jetzt frage, kannst du sagen, wer dich sieht, sieht den, der dich gesandt hat, und der, der Jesus gesandt hat, ist wer? Kannst du mir eine Antwort geben? Jeanette? Hallo? Leute, guck mal, ganz ehrlich, das ist Zeitverschwendung. Also guck mal, ich nehme sie raus, weil das ist Quatsch. Also, Mensa? Ist hier Quatsch. Genau, ihr könnt jetzt, Natascha, oder wer hat gerade geredet? Genau, ich wollte das eigentlich Janett erklären, ganz einfach, weil ich hatte auch Probleme damit, die Trinität zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie hier drin ist, aber auch für die Menschen, die diese Frage haben. Dieses Beispiel kommt zwar nicht ganz nah an der Trinität ran, aber ich finde, das ist für Menschen am verständlichsten, wenn man sich einfach den Menschen selbst anguckt. Den Geist, die Seele und der Körper, es ist nicht dasselbe, aber es bist trotzdem du. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Die Seele ist nicht das gleiche wie dein Geist und dein Geist ist nicht das gleiche wie dein Körper, aber das bist trotzdem du. Es sind trotzdem aber drei verschiedene Komponenten. Und ich finde, so kann man es am besten nachvollziehen, weil viele verstehen einfach nicht, der Vater ist nicht der Sohn und der Heilige Geist auch nicht der Vater und so weiter und so fort, aber sie sind trotzdem eins. Und das ist das, was sehr viele nicht verstehen. Und ich finde, man versteht es am besten, wenn man sich einfach den Menschen anguckt, weil es am nachvollziehbarsten ist. Ja, richtig. Und vor allem, also, Sheikh, du bist jetzt dran, gell? Ja, was ich noch sagen wollte, ist, also sie sagt ja, sie hat die Bibel studiert. Ich meine, wir haben die zwei apostolischen Kirchen, die katholische sowohl die auch orthodoxe, die haben beide das feste Dogma, dass Jesus Teil der Trinität ist, also somit Gott ist. Wir haben die Werke der ersten Christen, der Kirchenväter, die sagen alle, dass Jesus Gott ist. Wir haben die Bibel, die bezeugt, dass Jesus Gott ist, und diese Frage, ja, wo sagt Jesus, ich bin Gott? Nun, das ist ein Trugschluss, dass so ein Vers brauchen wir nicht, weil Jesus sprach ja nicht zu Leuten aus der heutigen Zeit, er sprach zur damaligen Zeit zu den Juden. Und hätte er gesagt, ich bin Gott, dann wäre das nicht gut ausgegangen, denn Gott ist erstmal ein Titel. Im Alten Testament hat auch Gott zu Moses gesprochen, dass Moses Gott ist und der Pharao sein Prophet, weil Gott ist erstens nur ein Titel, ein Elohim, so wie auch der Satan Gott dieser Welt genannt wird. Das heißt nicht, dass Satan Gott ist, sondern dass dieser Gott ein Elohim, ein Titel ist. Hätte Jesus also gesagt, ich bin Gott, da hätten die Juden gesagt, ah, dann bist du nur ein Elohim. Das ist nur ein Titel, du bist vielleicht mächtig, besonders mächtig auf dieser Welt. Deswegen hat das Jesus nicht gesagt. Es gab eben andere Wege, wie man Jesus göttlich beschrieben hat, indem man alle Attribute, die Gott zugeschrieben werden, eben auf Jesus projiziert hat. Er ist ewig, allmächtig, allwissend. Oder wie Johannes es in seinem Brief sagt, 1. Johannes 5,20, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Damit haben wir schon ganz fertig, dass Jesus Gott ist. Wenn man sagt, aber wo sagt Jesus, ich bin Gott? Das ist eben nichts, was wir brauchen, weil das eben nur ein Titel ist. Wenn noch hinzuzufügen ist, er hat selber gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Somit hat er es bestätigt. Fertig, Punkt aus. Genau. Also Jeanette, sorry, aber ich weiß nicht, was du ein Jahr lang gemacht hast. Das ist keine Bibelstudien, was du da gemacht hast. Sorry. Wer kann sagen, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also ich meine, er nimmt ja das Anrecht zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Welcher Mensch kann das sagen? Ich meine, das ist doch... Dankeschön. Dankeschön. Und ich meine, vor allem, sie hat es selber bestätigt, dass Jesus ewig ist. Ich meine, wenn du bestätigst, dass eine Person ewig ist, Bro, was muss man dir noch sagen? Wenn du selber sagst, dass Jesus seit der Ewigkeit existiert, dann kannst du mich schon fragen, ob Jesus Gott ist oder nicht. Ich meine, du hast selber gerade bestätigt, dass er Gott ist, indem du gesagt hast, dass er ewig ist. Genau, hat sie. Verstehst du, aber. Das Beste ist, wenn wir in Johannes 10 lesen, also in Johannes 10, 30, wo der Herr Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und wenn wir dann weiterlesen, ab Vers 31, da hoben die Juden wiederum Steine auf ihn, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Und welches dieser Werke willen, wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also Jesus hat sich zu Gott gemacht, indem er diese Aussage getätigt hat.
Ganz einfach. Ja. Ist der und dazu noch hinzuzufügen ist, Janet, du führst damit andere Christen in die Irre. Bitte, bitte lies die Schriften. Komm nicht mit so solchen Aussagen, weil das geht ganz, ganz schnell nach hinten los. Bin ich ganz ehrlich. Ja, oh ja. Okay, Leute, ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ich muss leider raus. Aber auf jeden Fall danke euch an alle, die hier drin sind. Auch an die ganzen Geschwister hier oben. Und genau, Natascha, auch an dich und an Sonne. Ich muss jetzt leider raus. Gott segne euch und ich bin, denke ich, ja, Donnerstag oder Freitag auf jeden Fall wieder live. Alles klar. Ich bin dann auf jeden Fall mit dem Bruder Menzer da, ja. Yes. Gott segne euch alle Geschwister. Gott segne euch, Leute. Gott segne euch alle. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao, ciao.